sind wenig. So, wir beginnen jetzt gleich mit der öffentlichen Anhörung. Und es sind noch nicht alle Reihen geschlossen. Es kommen noch einige nach. Wir haben nämlich gerade die Regierungsbefragung mit Minister Wissing und Minister Buschmann. Also insofern, wir können uns ja nicht zweiteilen. Deshalb ist das manchmal so ein bisschen schwierig. Also, ich begrüße alle ganz, ganz herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung. Einmal natürlich die Ausschussmitglieder. Und da verweise ich einmal darauf, dass sowohl Ms. Barkan, Bündnis 90 Die Grünen, und Anke Domscheit-Berg, Die Linke, beide aus einem begründeten Ausnahmefall virtuell teilnehmen. Dann begrüße ich natürlich ganz herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, die an der Sitzung teilnehmen, heiße ich auch alle ganz herzlich willkommen. Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr sitzen neben mir Frau Dr. Irina Söfki, Leiterin der Unterabteilung Nationale, Europäische und Internationale Digitalpolitik. Und daneben Dr. David Hagebölling, Referent im Referat Internationale Digitalpolitik, G7, G20, OECD. Ich erwähne es jetzt extra nochmal. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Vielleicht kann aus dem digitalen Raum mal jemand winken oder einen Daumen nach oben geben. Wunderbar, weil hier der Raum immer mal Probleme macht mit den Mikrofonen. Dann begrüße ich ganz herzlich vom Bundesministerium des Innern für Heimat, virtuell Frau Eberhardt vom Referat Internationale Digitalpolitik. Herzlich willkommen. Und dann verweise ich, es ist eine öffentliche Anhörung, das heißt, es ist auch öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Ich begrüße also alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die entweder hier im Saal auf der Tribüne sind oder virtuell zuschauen, und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Ich begrüße vor allem aber die geladenen Sachverständigen. Das sind in Präsenz einmal Geraldine de Bastion, Gründerin von Global Innovation Gathering. Herzlich willkommen. In Präsenz ist auch da Dr. Klaus-Heiner Röhl. Er ist die Vertretung für Dr. Vera De Mari vom Themencluster Digitalisierung und Klimawandel des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Herzlich willkommen. Außerdem ist da Dr. Julia Pohle vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herzlich willkommen. Digital zugeschaltet ist uns Dr. Roxana Radu, Associate Professor of Digital Technologies and Public Policy, Blavatnik, heißt richtig ausgesprochen, School of Government, University of Oxford. Welcome. Dann ist in Präsenz Julian Ringhof da, Policy Fellow at European Council on Foreign Relations, AD. In Präsenz auch Berhan Taye. Ist das richtig ausgesprochen? Oder Taye? Yes. Taye? Yes. Ah, okay. Independent Researcher and Analyst. Welcome. Dann ist noch da Christoph Tova, Referent für Internationales und Innovationspolitik vom Bitkom e.V. Herzlich willkommen. Und last but not least Dr. Daniel Völsen, Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen. Zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein 5-minütiges Eingangsstatement abzugeben. Dann erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten für Fragen und Antworten. Also Sie können sofort antworten. Sie brauchen auch nicht darauf warten, dass ich Ihnen das Wort erteile. Dann geht nämlich immer Zeit verloren. Also Sie können dann direkt antworten. Die Sachverständigen sollten dann vor allen Dingen auch das Mikrofon nutzen. Dann richtet sich nämlich auch die Kamera auf Sie, aber das Mikrofon dann bitte auch wieder ausmachen. Und es gibt einen akustischen Gong, der klingelt so 10 Sekunden vor Ablauf der Redezeit. Dann müssten Sie zum Ende kommen. Wir haben das jetzt eingeführt, weil sonst die Redezeit immer so überzogen wurde. Und da halten sich im Grunde meistens
alle Gäste auch dran. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen. Und bei jeder weiteren Fragerunde bestimme ich als Vorsitzende die Reihenfolge entsprechend den Vorgaben von § 28 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundestages. Die Redezeit pro Runde wird bei Bedarf verkürzt, weil wir ja anschließend auch noch unsere reguläre Sitzung haben. So, es gibt einen gemeinsamen Fragenkatalog der Fraktionen. Der liegt vor und wurde auch als Ausschussdrucksache mit der Nummer SB 20, 23 und 20 verteilt und veröffentlicht. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt und die Anhörung wird auf Kanal 2 live im Parlamentsfernsehen gezeigt und ist anschließend über die Online-Mediathek des Bundestags abrufbar. Vielleicht noch der Hinweis, dass auch wenn diese Sitzung öffentlich ist, das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung ist nicht zulässig. Zuwiderhandlungen können nach dem Hausrecht des Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. So, zum technischen Verfahren. Die Bitte an die Sachverständigen, wie schon gesagt, achten Sie auf die Mikrofone, einschalten und wieder ausschalten. Wir haben heute auch eine englischsprachige Sachverständige eingeladen. Es findet eine simultane Verdolmetschung des gesprochenen Wortes sowohl von Deutsch-Englisch als auch Englisch-Deutsch statt. Im Sitzungssaal können Sie zur Auswahl des Sprachkanals die ausliegenden Kopfhörer nutzen. In der Zoom-Sitzung stehen beide Sprachkanäle zur Auswahl. Die im Saal Anwesenden bitte ich, die Saalmikrofone zu nutzen und diese ebenfalls dann auszuschalten und die Mikrofone auch natürlich virtuell wieder ausschalten. Und das war's für die Einführung, was die technischen Angelegenheiten angeht. Ja, das Thema der heutigen Anhörung ist die internationale Digitalpolitik. Digitalisierung schreitet ja in schnellen Schritten voran und das weltweit. Sie hat Einfluss auf die globale Wirtschaft, ermöglicht neue Geschäftsmodelle und wirkt sich auf die Produktion von Gütern sowie auf unsere Kommunikation aus. Diese Entwicklung ist ein globales Phänomen und findet auch über Grenzen hinweg statt. Wir alle nutzen Plattformen, die Kommunikation weltweit ermöglichen und diskutieren gerade über die Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und viele außereuropäische Länder schauen auf Europa und sind interessiert an gemeinsamen Standards. Das zeigt, dass der internationalen Digitalpolitik eine immer größere Bedeutung zukommt. Denn nur wenn wir möglichst einheitliche, transparente Regeln haben, können Wirtschaft und Gesellschaft bestmöglich von den Chancen der Digitalisierung profitieren und Risiken minimiert werden. Das BMDV hat als federführendes Ministerium im August 2020 die nationale Digitalstrategie Deutschland vorgestellt. Ziel der Digitalstrategie sind unter anderem einheitliche technische Normen und Standards, globales Engagement in der Standardisierung, leistungsfähigere Netze für die digitale Kommunikation sowie sichere digitale Identitäten. Mit der internationalen Digitalstrategie konkretisiert das Ministerium nun die internationale Dimension dieser Ziele und stand dazu mit Stakeholdern aus der Zivilgesellschaft, aus Forschung, Wissenschaft und aus der Wirtschaft in Kontakt. Auch bei den regelmäßigen Treffen der Digitalministerinnen und Minister im Rahmen der G7 hat das Ministerium gemeinsame internationale Ansätze mitgestaltet, etwa für sichere und resiliente digitale Infrastrukturen, eine offene Internet-Governance sowie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Ein weiteres zentrales Element ist der internationale Handel. Auch dieser ist ohne digitale Technologien nicht mehr vorstellbar. Insbesondere für unsere stark auf Export ausgerichtete Wirtschaft sind Fragen des grenzüberschreitenden Datenaustausches relevant. Die strategische Klärung dieser Themen in ihrer internationalen Dimension ist von großer Bedeutung.
Die Digitalisierung sowie das Internet sind nicht nur von enormer politischer Bedeutung, sondern auch wichtige Machtinstrumente. Die globale digitale Ordnung wird von großen Technologiekonzernen sowie von Staaten geprägt, welche teilweise auf mehr Kontrolle über das Internet drängen. So werden digitale Technologien immer öfter zum Gegenstand geopolitischer Auseinandersetzungen. Es kommt daher entscheidend auf eine technologische und digitale Souveränität an, um unsere Handlungsfähigkeit zu stärken. Gleichzeitig bietet sich für Deutschland eine große Chance in der internationalen Digitalpolitik. Mithilfe der Digitalstrategie soll die Gestaltung einer zukunftsorientierten und gerechten digitalen Landschaft gelingen. Und da verweise ich noch mal auf unsere Ausschussreise nach Kenia, wo wir ja auch mit den Content-Moderatorinnen und Moderatoren in Kontakt waren. Und wir sehen die Auslagerung von Aufgaben in andere Länder. Entscheidend werden dabei die Formulierung von Zielen sein, sowie die Verknüpfung mit den geeigneten Instrumenten. Zudem brauchen wir internationale Kooperation, um Digitalisierung nachhaltig zu gestalten, weltweit einen Zugang zum Internet und zu der Digitalisierung zu schaffen und technologische Innovationen in Zusammenarbeit mit dem globalen Süden weiterzuentwickeln. Dafür stellt sich die Bundesregierung nun strategisch auf und identifiziert Ziele und Instrumente. Mit der heutigen Anhörung holt der Ausschuss für Digitales nun externen Sachverstand ein. Und ich freue mich auf Ihre Beiträge. Wir beginnen mit den 5-minütigen Eingangsstatements. Zuerst darf ich Frau de Bastion ihr Statement bitten. Und dann machen wir der Reihe nach, wie eben vorgestellt. Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich spreche heute als Vertreterin der digitalen Zivilgesellschaft mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Themenbereich, insbesondere aus entwicklungspolitischer Perspektive, und möchte als erstes sagen, dass es sehr wichtig und richtig ist, dass die Bundesregierung eine ressortübergreifende Strategie für internationale Digitalpolitik erarbeitet, und ich mich wirklich sehr freue über die Gelegenheit, heute hier im Ausschuss meine Expertise teilen zu dürfen. Warum brauchen wir eine internationale Digitalstrategie? Tabea Rösner hat davon eben schon viel erwähnt. Wir befinden uns inmitten eines geopolitischen Wettstreits um technologische Vorherrschaft zwischen den USA und China. Dies ist für Deutschland und die EU eine große Herausforderung, aber auch für Länder des globalen Südens, die hier oft Spielball von Interessen sind. Auch Big-Tech-Konzerne beeinflussen, wie eben schon gesagt, aufgrund der sehr starken und zunehmenden wirtschaftlichen Machtkonzentration die globale digitale Ordnung. Eine internationale Digitalstrategie kann sicherstellen, dass diese Herausforderungen ernst genommen und Deutschland und Europa alternative Ansätze und Angebote entwickeln. Wie sollen diese aussehen? Fokus einer deutschen Digitalstrategie, internationalen Digitalstrategie, sollte meiner Ansicht nach sein, Allianzen für eine demokratische und offene Weiterentwicklung des Internets und digitaler Technologien zu schaffen und Agenden für Green und Just Transition mit der digitalen Transformation in Einklang zu bringen. Leitgedanken einer solchen Strategie sollten Kollaboration, Offenheit und Nachhaltigkeit sein. Kollaboration. Deutschland und Europa brauchen Allianzen, um in Zukunft mit Hinblick auf Fachkräftemangel, Absatzmärkte etc. wettbewerbsfähig zu bleiben. Kollaboration brauchen wir auch im Sinne von Gleichheit. Eine wertegetriebene Digitalpolitik sollte die gleichen Werte im Inland wie im Ausland vertreten. Dazu gehört, sich für faire Arbeitsstandards einzusetzen und keine Rechte gegeneinander auszuspielen, zum Beispiel Armutsbekämpfung versus Überwachungsfreiheit. Offenheit. Internationale Digitalpolitik sollte offen sein und zum Aufbau offener, gemeinwohlfördernder Ressourcen beitragen, Redundanzen vermeiden und ressourcenschonend agieren. Hierfür sollte man auf die Nutzung von Open Source setzen. Open Source sollte als Bedingung oder mindestens Priorität bei öffentlichen Ausschreibungen eingeführt werden für Infrastruktur, Software, Daten der Verwaltung und offene Bildungsmaterialien. So könnte Deutschland zum Aufbau einer globalen Wissensallmende beitragen. Nachhaltigkeit. Digitalisierung an sich ist kein Ziel, sondern die Weiterentwicklung der Menschheit. Und dies ist nur im Einklang mit unseren planetaren Grenzen möglich. Green und Just Transition sollten deswegen als Zielwerte digitaler Transformation verstanden werden. Und entsprechend sollte dies in zukünftigen Strategien Berücksichtigung finden. Mit welchen Instrumenten können wir die Ziele einer internationalen Digitalstrategie erreichen?
Es sollte natürlich klare Ziele, Ressourcen und Zeitpläne in einer Strategie geben. Finanzielle Mittel sollten bereitgestellt werden zur Schaffung offener, gemeinwohlfördernder Güter. Wir brauchen offene und flexible Fonds nach Vorbild des OTF oder Prototype Fonds. Die Einrichtung des Sovereign Tech Fund ist hierfür schon ein sehr guter Schritt gewesen, aber es braucht noch viel mehr. Und darüber hinaus könnte Europa, könnte man Forschungs- und Innovationsprogramme wie Horizon Europe öffnen für Kooperation und Co-Kreation mit Partnern aus dem globalen Süden und gemeinsame Datenräume für Forschung und Innovation aufbauen. Wir sollten stärker auf die Förderung lokaler Initiativen und setzen und für mehr Zusammenarbeit mit lokalen Akteurinnen tun. So kann man auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. Wir brauchen hierfür zum Beispiel staatliche Open-Source-Skalierungseinheiten, denn die würden es ermöglichen, mit Grassroot-Innovatorinnen und globalen Netzwerkakteurinnen zusammenarbeiten. Und das würde eine Alternative bieten zu der heute noch sehr verbreiteten pilotprojektgesteuerten Förderlogik. Die Bundesregierung sollte ihre Präsenz in internationalen Foren stärken und dabei gezielt den Multi-Stakeholder-Charakter durch die Mitnahme von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und lokaler Digitalwirtschaft unterstützen. Hierzu sollte es einen Fonds geben für die Beteiligung der Deutschen, aber auch darüber hinaus zur Unterstützung der Teilnahme der Zivilgesellschaft und lokaler Akteure aus anderen Ländern. Es sollte außerdem verstetigte Formen des Austausches und der Beteiligung geben für Akteure aus Zivilgesellschaft und die natürlich auch anderen Akteure, die bereits heute zur Digitalpolitik Deutschlands beitragen. Und unbedingt sollte die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Ministerien und mit der EU ausgebaut werden. Abschließend, auch wenn Deutschland und Europa in Sachen digitaler Innovation heute noch keine Leitfunktion haben, geht von uns eine sehr wichtige Signalwirkung aus. Andere Länder orientieren sich an Gesetzesmaßnahmen wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder auf EU-Ebene der DSGVO. Das heißt, alle Versuche, Rechte aufzuweichen oder gegeneinander auszuspielen, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, haben dementsprechend auch negative Signalwirkungen. Und es gilt daher, bei uns anzufangen mit dem Ausbau menschenrechtsbasierter Ansätze und Technologien. Denn so können wir mit positivem Beispiel für digitale Teilhabe, gemeinwohlorientierte Digitalisierung vorangehen und auch zur Verschränkung von Nachhaltigkeits- und Digitalisierungszielen inspirieren. Dankeschön. Vielen Dank. Das war Géraldine de Bastion, Gründerin von Global Innovation Gathering. Nun kommen wir zu dem Statement von Dr. Klaus-Heiner Röhl, der für das Institut der deutschen Wirtschaft hier spricht. Ja, vielen Dank. Ja, Politik. Dankeschön. Politik braucht Ziele und zur Erreichung dieser Ziele braucht es halt auch Strategien. Nun sehen wir, dass im Bereich Digitalisierung wir bereits diverse Strategien haben. Eine Digitalstrategie, KI-Strategie, Gigabit-Strategie, Datenstrategie. Und damit haben wir natürlich auch schon verschiedene Strategien, die einbezogen werden müssen in eine internationale Digitalpolitik. Gleichzeitig hat es sich um ein grenzüberschreitendes Thema. Ein Großteil der digitalen Transformation in Deutschland findet nicht innerhalb der nationalen Grenzen statt, sondern geht darüber hinaus. Wir haben starke Lieferketten, Wertschöpfungsnetzwerke, in die wir eingebunden sind. Deshalb muss die Digitalisierung und eine Strategie dafür auch international gedacht werden und entsprechend politisch adressiert werden. Dieses hier ist nun geplant. Nun, wenn wir uns anschauen, wie wir das machen wollen, dann bewegen wir uns halt in diesem Spannungsfeld. Wir haben schon Strategien für die Digitalisierung, binnenorientiert. Wir haben aber gleichzeitig eine internationale Einbindung, auf die wir achten müssen. Und wir sollten natürlich uns weiter an den Werten orientieren, die wir schon für die nationalen Strategien festgelegt haben. Demokratieförderung, Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit, Selbstbestimmung, Souveränität, Teilhabe sind alles Punkte, die wir schon festgelegt haben in nationalen Strategien zum Thema. Die sollten weiter beachtet werden, wenn wir eine internationale Strategie entwickeln. Dabei sollten wir auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Aus Zeitgründen gehe ich darauf nicht näher ein. Frau de Bastion hat das sehr ausführlich gemacht. Und wir sollten ganz stark bedenken, Digitalisierung ist nicht nur grenzüberschreitend, sie ist halt auch eingebunden in unser europäisches Umfeld. Wir haben EU-Regulierung, die voranschreitet in Daten- und Digitalisierungsthemen. Und wir sollten unbedingt darauf achten, dass wir eine deutsche internationale Digitalpolitikstrategie einbinden in die europäischen Lösungen, an denen gearbeitet wird.
Das haben wir an einigen Punkten bisher nicht so gemacht. Wir sind manchmal vorgeprescht mit bestimmten Themen und dann kommt die EU-Regulierung, die uns dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Wir müssen aber auch bedenken, es ist nicht nur die EU. Wir haben eine geopolitisch kritische Situation inzwischen. Geopolitische Gewichte haben sich verschoben. China wird immer mächtiger und hat eine sehr strenge Digitalregulierung, die nicht unseren Werten entspricht. Wir sehen gleichzeitig, dass die USA deshalb auch aktiver werden. Und wir müssen sehen, dass wir über die EU hinaus auch Partner suchen für eine internationale Digitalpolitik. Das heißt, wir berühren verschiedene Politikfelder, die wir mitnehmen müssen, die wir mitdenken müssen. Erstmal auch innerhalb Deutschlands die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Außenpolitik, Entwicklungspolitik und Handelspolitik, auch Innovation und Forschung. Und diese Ministerien und die zuständigen Stellen im Land müssen auch eingebunden werden, gut eingebunden werden, um diese Strategie zu entwickeln, die gleichzeitig aber über die deutschen Grenzen hinausdenkt, auch die europäischen Partner mitnimmt und diese drei Global Player, China, USA, Europa berücksichtigt. Das heißt, wir haben dort ein Spannungsfeld der internationalen Digitalpolitik, das wir miteinander verzahnen müssen. Gleichzeitig sehen wir, dass Deutschland kein führendes Land in der Digitalisierung ist. Die großen Plattformen, die sind halt in den USA. Zunehmend wird China dort wichtig und Europa ist etwas abgehängt und Deutschland ist ziemlich abgehängt. Das heißt, unser Einfluss auf die Welt ist vielleicht nicht so groß, wie wir uns das gerne vorstellen. Wir müssen also rechtzeitig Partner suchen. Wir müssen vielleicht gegenüber China auch sehen, dass wir erstmal uns europäisch abstimmen und dann die USA wohl auch als Partner brauchen. Ja, der Bezug zur Entwicklungspolitik ist schon angesprochen worden. Wir müssen natürlich auch den globalen Süden mitdenken. Wir müssen bedenken, dass auch viel Digitalisierung ja auch outgesourced wird, auch im digitalen Bereich. Sie haben es angesprochen, dass Kenia zum Beispiel auch schon ein Partner wird in dem Bereich. Also wir müssen daran denken, dass das kein Spielfeld nur der drei großen Player, die ich angesprochen habe, Europa, USA, China ist, sondern dass es die Digitalisierung eine weltweite Entwicklung ist. Und auch das muss die deutsche internationale Digitalpolitik und die Strategie dafür mit berücksichtigen. Und bei der inhaltlichen Fokussierung sollten wir natürlich trotzdem auf die genannten, bereits definierten internen deutschen Strategien weiter fokussieren. Uns intern erstmal abstimmen, die Ressortabstimmung, Bereiche habe ich bereits angesprochen, und dann mit den europäischen Partnern zusammen möglichst eine Politik entwickeln, die darüber hinausreicht, die drei großen Player und auch den globalen Süden einbezieht. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Dr. Klaus-Heiner Röhl vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Und als nächstes hat das Wort Dr. Julia Pohle vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr über diese Anhörung. Ich freue mich auch wirklich sehr darüber, dass eine Strategie für die internationale Digitalpolitik geplant ist, weil die nun endlich auch die Wichtigkeit dieses internationalen Handlungsfelds wirklich auf die politische Tagesordnung hebt. Ich möchte im Folgenden kurz drei Punkte nennen, die ich besonders wichtig finde bei der Formulierung einer solchen Strategie, insbesondere angesichts der geopolitischen und geoökonomischen Wettbewerbslage und technologische Vorherrschaft, die wir derzeit global sehen. Der erste Punkt ist, dass ich denke, eine Strategie muss ganz klar festlegen, was denn eigentlich der Zweck der internationalen Digitalpolitik ist. Warum brauchen wir das überhaupt? Warum ist das so wichtig? Und ich denke, da gibt es meiner Erachtens zwei Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits sollte internationale Digitalpolitik die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir die Digitaltransformation hier in Deutschland im Sinne unserer Interessen und normativen Vorstellungen vorantreiben können. Und andererseits, das ist das zweite Ziel, sollte es aber auch uns ermöglichen, die weltweite digitale Transformation und die globale digitale Ordnung im Sinne dieser Wertvorstellungen prägen zu können. Also es ist sozusagen ein nach innen und ein nach außen gerichtetes Ziel, Handlungsfähigkeit nach innen und gleichzeitig aber auch Gestaltungsmacht nach außen. Und diese müssen sozusagen aufeinander abgestimmt werden.
Das bringt mich gleich zu meinem zweiten Punkt, nämlich Abstimmung und Zielkonflikte. Digitalisierung und Digitalpolitik ist ja ein Querschnittspolitikfeld. Und auch internationale Digitalpolitik ist ganz eindeutig ein Querschnittspolitikfeld. Schon im Inneren ist es sehr fragmentiert. Wir haben gehört, wie die Verantwortlichkeiten über alle Ministerien verstreut sind und wie wichtig es ist, diese zu bündeln, haben, denke ich, alle Stellungnahmen relativ klar hervorgehoben. Ich möchte es aber auch noch mal auf die internationale Ebene bezogen sagen. Es ist für so eine internationale Digitalpolitikstrategie wirklich wichtig, nach außen konkret darzustellen, welche Position Deutschland allein oder im Europäischen Staatenverbund wo und in Bezug auf welche Themen genau vertritt und welche Regulierungs- bzw. Governance-Ansätze es denn in Bezug auf welche Themenbereiche auch vertritt. Warum ist das wichtig? Ich denke, es ist wichtig, weil Internet Governance im Internet Governance-Bereich Deutschland sehr, sehr lange ein klarer Unterstützer des Multi-Stakeholder-Ansatzes war und in dem der Staat nur einer von vielen gleichberechtigten Akteuren ist. In den letzten Jahren hat sich Deutschland aber sehr klar im Bereich der digitalen Souveränität und als ein Verfechter der digitalen Souveränität positioniert. Und da wird die Rolle und die Verantwortung von staatlichem Regulieren deutlich stärker betont. Auch der Entwurf der internationalen Digitalpolitikstrategie betont sehr stark das multilaterale Handeln und multilaterale Organisationen und sagt aber gleichzeitig auch, dass es den Multi-Stakeholder-Governance-Ansatz unterstützen möchte. Und hier gibt es sozusagen eine gewisse Diskrepanz zwischen verschiedenen Vorstellungen, wie sowas stattfinden soll, solche Politik stattfinden soll. Und diese Diskrepanz kommt meines Erachtens auch daher, dass internationale Digitalpolitik ja weit über Internet Governance hinausreicht. Die Regulierung des Internets und seiner Anwendungen sind aber auch weiterhin Teil von internationaler Digitalpolitik. Also da muss sozusagen Deutschland sich jetzt klar positionieren, was für einen Regulierungs- oder Governance-Ansatz es denn eigentlich sozusagen in den verschiedenen Teilbereichen unterstützen möchte. Und mein Vorschlag ist, sich hier an der Layer-Struktur des Internets zu orientieren, denn die Ebene der Verwaltung der Internetinfrastruktur oder die Ebene der Abstimmung über Protokolle und Standards des Internets kann und sollte anderen Prinzipien und auch anderen Governance-Ansätzen folgen als zum Beispiel ganz klar nationalstaatliche Handlungsaufgaben wie Cybersicherheit oder auch die Entwicklung von neuen Technologien wie KI. Also eine positionierte oder eine differenzierte Positionierung schafft hier Verbindlichkeit und Klarheit auf Seiten unserer internationalen Partner. Und ich denke, das ist auch wichtig, es macht noch mal klar, wie Deutschland bzw. die EU sich im Verhältnis zu China und den USA positionieren möchte und worin es sich über Bekenntnisse zu Demokratie und Selbstbestimmung hinaus denn auch wirklich von den Positionen der USA und China unterscheiden möchte. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Wenn es nun wirklich Ziel ist, der deutschen internationalen Digitalpolitik bzw. auch im Europäischen Staatenverbund, die globale digitale Ordnung nach unseren Wertvorstellungen und Interessen gestalten zu können, gerade auch in Abgrenzung zu anderen großen Playern, dann sollte die deutsche internationale Digitalpolitik auch wirklich ganz bewusst Akzente setzen und diese auf der europäischen Ebene stärker einbringen. Und Akzente, die eben über Demokratieförderung und Menschenrechtsförderung sogar noch hinausgehen. Sollte sich klar machen, was sind eigentlich unsere Stärken hier? Was können wir gut? Was haben wir schon für Expertise? Was ist schon in der deutschen Digitalpolitik verankert? Und für was haben wir schon Anerkennung im Ausland? Und nur zum Abschluss nenne ich drei Punkte, weil die wurden schon tatsächlich genannt, vor allen Dingen von meiner Kollegin Debastian. Das sehe ich genauso im Bereich Nachhaltigkeit, Open Source und auch in der sehr aktiven Community der nichtstaatlichen Vertreter, die eine sehr große digitalpolitische Expertise mitbringen. Danke. Vielen Dank, Dr. Julia Pohle vom Wissenschaftszentrum Berlin. Und zugeschaltet ist uns jetzt Dr. Roxana Radu von der University of Oxford. The floor is yours. Thank you very much, and thank you for the invitation to join today this very timely discussion. Apologies for not being able to join you in person. There are many tensions in global digital policy, and we could argue there are more than ever before. The German international digital policy should respond to these challenges that we're seeing, but also provide a vision for the future. There are both short and long-term objectives that need to be addressed.
from the Ziele, conclusion man sich kümmern muss. The three processes at the UN level, es geht darum, den Abschluss der drei Prozesse auf UN-Ebene, die 25 Jahre Abschluss finden werden. Es geht aber auch um die Förderung des Internets als globales öffentliches Gut. Wir sollten das Risiko der digitalen Divergenz minimieren und wir sollten aus dem Silo-Denken herausfinden. Wir sprechen heute ja über die internationale Dimension und deswegen konzentriere ich mich heute hier auf die globale Dynamik. Die Größe der digitalen Domäne ist exponentiell gewachsen. Natürlich auch, weil es sich um ein Querschnittsthema handelt und aufgrund von Technologien. Das beinhaltet die Umwelt, Gesundheit und Handel. Der geopolitische Kontext ist auch erwähnenswert, denn er bestimmt viele der Ergebnisse der Governance. Wir bewegen uns weg von globalen Unterhaltungen und hin zu mehr bilateralen Handelsabkommen zum Beispiel oder auch eher hin zu Verhandlungen, wenn es um Normen und Standardisierung geht innerhalb kleinerer Gruppen. Die UN bestimmt ihre Rolle in der globalen Digitalpolitik derzeit neu und evaluiert auch, was bisher passiert ist und wo noch weitere Beiträge möglich sind. Wir beobachten drei wichtige Entwicklungen, die nächste Phase des Internets charakterisieren. Und ich denke, man sollte sie nicht vergessen, wenn wir über eine internationale Digitalstrategie sprechen. Fragmentierung, Polarisierung und Hybridisierung. Fragmentierung. Da gibt es schon lange eine Debatte und diese beinhaltet verschiedene Optionen. Das Internet ist ein Netzwerk autonomer Netzwerke. Das bringt also auch kleinere Netzwerke miteinander zusammen. Es gibt da bestimmte Standards und Protokolle, die von allen angenommen werden. Und dieses Gesamtsystem wird jetzt herausgefordert, dieses System, das es seit den 80ern gibt. Es gibt da politische Herausforderungen, aber auch technologische Herausforderungen, auch im Sinne von Entflechtung. Wir bewegen uns weg von gemeinsamen Standards und da gibt es zwei Aufgaben. Zunächst eine private digitale Infrastruktur, die von den großen Technologieunternehmen besessen wird. Es geht da um den Aufbau eines privaten Ökosystems mit wachsender Dienstleistungsspezialisierung und mit wenig öffentlicher Kontrolle. Es gibt sehr viele verschiedene Nutzer in dieser Sphäre. Und man muss diesen Bereich als Nutzer auch nie verlassen. National Splinters sind ein anderes Stichwort. Staaten versuchen da wieder die Kontrolle zu erlangen innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Und das führt dann zu Internet-Shutdowns und auch zu eingeschränkten Freiheitsrechten für die Bevölkerung, die in diesen Ländern lebt. Das kann sich auf technologischer Ebene vollziehen, aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf politischer Ebene. Und all dies sind besorgniserregende Entwicklungen. Und die Entscheidungen, die hier getroffen werden, werden sehr stark abhängen von politischen Verhandlungen und von Standards. Es gibt auch eine Fragmentierung von Rechten und von Freiheitsrechten. Und das ist wirklich sehr dringlich, denn manche Menschen brauchen schon heute den Schutz ihrer Rechte online. Die zweite Entwicklung ist die Polarisierung. Das wurde bereits erwähnt. Es gibt da den Machtkampf zwischen den USA und China. Die Europäer stehen irgendwo in der Mitte. Es gibt jetzt gerade eine Rückkopplung in der Dolmetschkabine und das macht die Dolmetschung sehr schwierig. Es gibt jetzt auch eine neue Konzentration auf Infrastruktur. Für die Entwicklungsländer ist das wirklich sehr schwierig. Und wir
müssen wirklich eine globale Vision für das Internet entwickeln, denn sonst können wir diese verschiedenen Spannungen nicht auflösen. The time, I'm sorry, but the time, hört sie uns? I'm sorry, the time. Takes 30 seconds to conclude that with hybridization. No, 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 no. I'm sorry, but we are short on time. I'm sorry. We have to stop her. I'm sorry. Ah, das ist nicht so eine schöne Aufgabe, hier immer zu stoppen, aber wir haben ein hartes Zeitregiment. Von daher vielen Dank, Dr. Roxana Radu. Sie können ja vielleicht Ihre Anmerkungen gleich noch bei Antworten mit einbringen. Als nächstes hat das Wort Julian Ringhof. Und er war oder ist Experte für digitale Außenpolitik, unter anderem früher beim Europarat, aber auch bei Mercator und anderen. Ja, sehr geehrte Ausschussvorsitzende, geehrte Ausschussmitglieder, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier heute zu diesem sehr wichtigen Thema Stellung beziehen zu dürfen. Bevor ich beginne, die kurze Anmerkung, dass ich seit kurzem nicht mehr beim European Council on Foreign Relations arbeite, sondern seit 1. Oktober bei der Europäischen Kommission. Meine Stellungnahme bezieht sich allerdings ausschließlich auf meine Erkenntnisse während meiner Zeit beim European Council on Foreign Relations und ich kann keinerlei Aussagen in Bezug zu meiner neuen Arbeit bei der Kommission machen. Also erstmal ist es natürlich sehr erfreulich, dass alle Sachverständigen sich wohl sehr einig sind. Was weniger erfreulich ist, ist, dass mein Beitrag deswegen etwas wiederholend wirken wird. Aber das betont vielleicht die Wichtigkeit der Punkte. Also ich möchte im Folgenden drei Aspekte anschneiden, die ich für diese Anhörung besonders wichtig finde. Erstens, weshalb eine deutsche Strategie für internationale Digitalpolitik dringend geboten ist, welche Themengebiete die Strategie behandeln sollte und welche Maßnahmen notwendig sind, damit Deutschland in diesen Bereichen besser aufgestellt ist. Also, weshalb die Strategie wichtig ist. Digitale Technologien wirken seit jeher und heute mehr denn je grenzüberschreitend. Auch wenn uns dabei vor allem das Internet in den Sinn kommt, gilt das genauso für etliche andere digitale Technologien und Bereiche. Neben etwa der transnationalen Entwicklung und dem Handel von Halbleitern gilt das zum Beispiel auch für die Prozesse und Auswirkungen der technischen Standardisierung. Welche Unternehmen aus welchen Ländern beispielsweise die technischen Standards von KI oder 6G prägen, haben enorme wirtschaftliche, normative und sicherheitsrelevante Vorteile. Entsprechend dieser globalen Dimension digitaler Technologien ist es also ohnehin geboten, Digitalpolitik international zu denken. Doch in Anbetracht zunehmender geopolitischer Spannungen, die auch die Entwicklung, den Handel und die Regulierung von digitalen Technologien zunehmend beeinflussen, ist diese strategische Auseinandersetzung heute noch mal erheblich wichtiger geworden. Die Großmächte USA und China schränken den internationalen Handel kritischer digitaler Technologien zunehmend ein. Seit einigen Jahren werden internationale Foren wie die Organisation für Internet Governance oder technische Standardisierung Schauplätze politischer Machtkämpfe. Auch wenn das vielleicht etwas eine Vereinfachung ist, geht es dabei schon auch oft um den Wettstreit liberal-demokratischer Ansätze gegen autoritär geprägte Ansätze. All das hat natürlich enorme Auswirkungen auf Deutschland und die EU. Die Wichtigkeit einer solchen Strategie in der heutigen Zeit steht also außer Frage. So, welche Themengebiete sollte eine solche Strategie also behandeln? Was ist für Deutschland besonders wichtig? Das Handlungsfeld, das die Strategie abdecken sollte, ist breit, kann jedoch entlang drei strukturierender Dimensionen gedacht werden. Eine wertepolitische Dimension, eine wirtschaftspolitische Dimension und eine sicherheitspolitische Dimension. Die Bundesregierung sollte demnach international für die Entwicklung digitaler Technologien entlang demokratischer, liberaler Werte eintreten und sich für die Einhaltung von Menschenrechten im digitalen Raum stark machen. Sie sollte sich für die Stabilisierung und die Weiterentwicklung einer regelbasierten Ordnung und für internationale Zusammenarbeit bei digitalpolitischen Themen einsetzen. Die Bundesregierung sollte Deutschlands und Europas Wohlstand durch eine resiliente Digitalwirtschaft sichern und zu einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung, digitalen Entwicklung weltweit beitragen. Und sie sollte anstrengen, Unternehmen Deutschlands, Europas und die globale Sicherheit im digitalen Zeitalter zu erhöhen. Das bedeutet beispielsweise, dass Deutschland und die EU internationale Kooperationen für menschenzentrierte digitale Gesetzgebung ausbauen sollten, zum Beispiel in den Bereichen KI und digitale Plattformen. Deutschland und die EU
sollten den Zugang zu kritischen Technologien wie etwa Halbleitern durch handelspolitische Maßnahmen sichern und internationale Forschungskooperationen mit gleichgesinnten Ländern ausbauen. Und Deutschland und die EU sollten die Resilienz kritischer Infrastrukturen in Deutschland, Europa und in strategisch wichtigen Drittländern, zum Beispiel in der Ukraine oder im westlichen Balkan, etwa durch Investitionen in sichere digitale Strukturen wie Internetkabel und Mobilfunk erhöhen. So, abschließend stellt sich natürlich die Frage, wie sich all das effektiv und effizient umsetzen lässt. Erstens ist eine umfassende Analyse notwendig, die natürlich jetzt innerhalb der Strategieentwicklung schon stattfindet. Aber da es die erste solche deutsche Strategie ist und zweitens jedes der Handlungsfelder allein schon sehr komplex und dynamisch ist, ist eine umfassende Analyse absolut notwendig. Dazu müssen einerseits die Kapazitäten und die Expertise in diesem Bereich in den relevanten Ministerien inklusive BMDV, BMWK und AA dringend ausgebaut werden. Außerdem ist ein dauerhafter Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft notwendig. Denn alle spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse und der anschließenden Umsetzung verschiedener Maßnahmen. Auf der Basis dieser Analyse müssen dann natürlich Prioritäten gesetzt werden, denn die Bandbreite an Themen ist einfach zu groß, um alle gleichermaßen zu adressieren. Welche Bereiche priorisiert werden können, habe ich schon skizziert. Und ich kann dann gerne noch ein paar Beispiele in der Fragerunde nennen, was das dann im Einzelfall bedeuten könnte. Genau, wunderbar. Vielen Dank an Julian Ringhof. Und nun kommen wir zu Berhan Tayeh, Independent Researcher and Analyst. Excellent. Thank you so much. First, I would like to thank for being invited to participate in this public hearing. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich an dieser öffentlichen Anhörung teilnehmen darf. Und ich möchte mich beim Parlament bedanken und möchte auch danken für die Arbeit der Bundesregierung. Die digitale Politik Deutschlands sollte holistisch sein, ganzheitlich und kollaborativ, um ein faires und gleichberechtigtes digitales Ökosystem zu schaffen. Was heißt ganzheitlich? In meiner Sprache heißt das, man kann mit einer Hand nicht klatschen. Versuchen Sie mal, das geht nämlich nicht. Also mit einer Hand kann man nicht klatschen. Und das heißt, die deutsche digitale Politik muss ganzheitlich sein, die politischen und wirtschaftlichen Rechte mit umfassen. Alle Themen werden von Technologie betroffen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen. Und ich möchte als Beispiel nur das Abschalten des Internet ansprechen. Das betrifft Millionen von Menschen, leben die Volkswirtschaft und wird auch verwendet, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. In Palästina, in Ukraine und in Indien gibt es ein Abschalten des Internets und gleichzeitig müssen die sozioökonomischen Rechte angegangen werden. Und im digitalen Zeitalter gibt es Millionen von Arbeitsplätzen, die geschaffen wurden aufgrund des Digitalen. Gleichzeitig wurden aber auch die Arbeitsrechte erodiert. Dinge, die durch Blut und Schweiß der Arbeiterschaft weltweit gewonnen wurden. Wir haben den globalen Süden und dort haben viele diese unfaire Last getragen. Und im Namen der großen Tech-Unternehmen sind die Massen ausgenutzt worden. Sowohl europäische Unternehmen wie Uber zum Beispiel haben oder Bolt haben das Leben von Menschen ausgenutzt, auf nicht regulierte Art und Weise für sie arbeiten. Wenn man über Uber-Fahrer hinausblickt, haben wir Unternehmen wie Facebook und andere, die junge Menschen weltweit anheuern, um globalen Content zu schaffen für Apps. Das sind zum Beispiel selbstfahrende Autos, die von ihnen hergestellt werden für BMW, Mercedes und Tesla. Diese Leute sind häufig jung, werden schlecht bezahlt, arbeiten über 12 Stunden täglich und haben keine guten Verträge. Das ist die Hölle auf Erden, denn damit muss man umgehen, hört man häufig. Und das ist auch, was Sie sicherlich in Kenia gesehen haben. Aber die Arbeitsbedingungen dort, wenn Sie für Mercedes oder Tesla oder für andere arbeiten, Sie können häufig gegen diese Arten der modernen Sklaverei nicht ansprechen. Und wenn Sie dies tun, dann werden Sie entlassen. Das ist das System, von dem wir hier sprechen. Tech-Unternehmen in San Francisco und in europäischen Hauptstädten, und da übertreibe ich nicht, sind die
neuen Sklavenhalter geworden, die viele zwingen, ohne gute Bezahlung zu arbeiten. Die deutsche Digitalpolitik muss dieses Thema mit ansprechen, denn das ist natürlich die Hälfte der Geschichte des digitalen Systems, das wir anschauen. Und diese Realität muss betrachtet werden. Das ist einzigartig und hat natürlich auch die Möglichkeit, Millionen von Menschen online zu betreffen. Zusätzlich zum ganzheitlichen Ansatz muss die Politik auch auf Zusammenarbeit basieren. Deutschlands Digitalpolitik sollte hier seine Erfahrung der Regulierung der großen technischen Unternehmen mit anderen teilen. Und das kann natürlich in unterschiedlichen Rahmen stattfinden. Die Gesetzgebung hier ist in Deutschland anderen Ländern sehr, sehr stark voraus. Uber und andere Taxiruf-Apps werden in Deutschland hier schon sehr gut reguliert. Und auch das, was Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz gemacht hat, kann als Beispiel dienen. Die Politik sollte auf ein faires digitales Ökosystem hinarbeiten, denn wir alle müssen natürlich miteinander interagieren. Für mich aus eine Person aus Äthiopien, aus Afrika, ist es interessant, dies hier in Berlin alles sagen zu können. Ich glaube, es ist wichtig, über die Rolle der Technologie und Neokolonialisierung zu sprechen. Die internationale digitale Politik darf diese Schäden der Vergangenheit zugefügt wurden, nicht außen vor lassen. Wir haben also die Neokolonialisierung, die auf technische Art und Weise stattfindet, und man darf demgegenüber nicht agnostisch sein. Large Language Modelle zum Beispiel, wie diskriminieren die gegen Menschen, das muss berücksichtigt werden. Deutschland hat verstanden, dass die der Geist der Zusammenarbeit hier wichtig ist und vorangetrieben werden sollte. Deutschland sollte also einen ethischen Standard vorantreiben, sodass die Schwächsten nicht durch die Technologie wieder kolonialisiert werden, so wie wir dies in der Vergangenheit durch die Baumwollunternehmen erlebt haben. Das Wort Christoph Tova vom Bitkom-Verband. Ja, vielen Dank, hier heute sprechen zu dürfen. Wir haben uns im Bitkom natürlich innerhalb auch Gedanken zur internationalen Digitalstrategie gemacht. Und ich freue mich jetzt hier heute, die Gedanken unserer Taskforce internationale Digitalpolitik mit Ihnen teilen zu dürfen. Grundsätzlich begrüßen wir die Idee der internationalen Digitalstrategie. Wir stimmen darüber ein mit der Bundesregierung, dass die deutsche Digitalpolitik, internationale Digitalpolitik besser vernetzt werden muss, dass sie stärker koordiniert werden muss und intensiviert werden muss. Wir sehen, dass das globale Regelungsinteresse an digitalen Technologie von Datenlokalisierungsvorschriften für Social Media Networks in Vietnam bis zum Global Digital Compact der UN enorm ist. Und wir sehen ebenfalls natürlich, dass global erkannt wurde, welche Rolle Standards und Normen spielen, aber auch natürlich, welche Rolle Technologiezugänge zum Beispiel für den wirtschaftlichen und die politischen Interessen einzelner Länder spielen können. Die internationale Digitalstrategie gibt uns natürlich die Möglichkeit, uns besser in diesem internationalen Nexus zu verorten. Konkrete Ziele, auf die sie hinarbeiten sollte, und auch um diese einmal zu nennen, sind aus unserer Sicht natürlich die Steigerung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit, der Schutz des Klimas, die Bekämpfung der internationalen, also der digitalen Blockbildung, die wurde ja jetzt hier schon verschiedentlich skizziert, und eine internationale digitale resiliente Infrastruktur. Wichtig dabei natürlich auch nicht zuletzt das Gewinnen neuer Partner. So, drei Vorschläge, wie das gehen könnte. Erstens, Digitalregulierung ist sehr viel auf europäischer Ebene passiert. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die Bundesregierung in den entsprechenden digitalpolitischen Portfolios sehr spät aktiv war. Das hatte einen systemischen Grund. Wir haben gesehen, dass die Abstimmungsprozesse innerhalb der Bundesregierung so lange gedauert haben, dass man eben erst mit einer gemeinsamen Position herausgehen konnte, an der Stelle, an der viele Teile der verschiedenen Ratsverhandlungen schon abgeschlossen waren. Danach sehen wir durchaus, dass die Bundesregierung sich intensiv einbringt. Das wollen wir auch nicht in Abrede stellen. Auf keinen Fall. Wir wollen aber anregen, sich in Zukunft im Sinne eines, ich würde mal sagen, Minimum Viable Products deutlich früher einzubringen. Das heißt, in den Häusern abzustecken, was sind die Linien, auf die wir uns einigen können, und dann dafür schon zu werben. Ja, es ist völlig in Ordnung, dann Streitfälle außen vor zu lassen, aber das wäre ein erster wichtiger Beitrag. So,
Zweitens, internationale Gremien und Partnerländer. Das wurde jetzt hier auch schon verschiedentlich angesprochen. Ich muss da, glaube ich, nicht auch noch mal eine Grundlagenvorlesung zu halten. Der Punkt ist, wir sind sehr darauf angewiesen, in der Position, die wir haben, nicht nur europäische Partnerländer einzubinden, sondern natürlich international aktiv zu sein. Präferiert natürlich mit Wertepartnern, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber es kann natürlich auch sein, punktuell oder notwendig sein, punktuell mit Partnerländern zusammenzuarbeiten, mit denen wir eben nur punktuell übereinstimmen. Das passiert auch schon. Ne? Das auch, again, wir sehen die Arbeit, das passiert zum Beispiel im Rahmen der G20. Das ist nichtsdestotrotz sehr wichtig. Ein paar Empfehlungen, die ich hier machen möchte. Das erste ist natürlich, Gremienaktivitäten auszubauen. Normung und Standardisierung habe ich schon tangiert. Die entsprechenden Gremien der ITU zum Beispiel stärker zu bespielen und zu koordinieren, ist essentiell. Das bedeutet aber auch vor allem aus unserer Sicht, die finanzielle Unterstützung für KMU bereitzustellen, die sich in diesen Normungs- und Standardisierungsgremien einsetzen wollen. Das heißt aber auch zweitens, bilaterale Foren auszubauen. Die deutsche Regierung baut ja zum Beispiel gerade die internationalen Digitaldialoge aus. Wir sehen, das ist ein Beispiel eines sehr guten Projekts. Wir begrüßen, dass es intensiviert wird, und wir laden oder würden empfehlen, das auch weiter zu tun. Letzter Punkt, auch das klang ja gerade schon an, die internationale Digitalstrategie sollte als Kooperationsangebot formuliert werden, und auch daran sollte gedacht werden. Das heißt auch, kleiner konkreter Vorschlag, das Dokument direkt auch auf Englisch hochzuladen, einfach um leichter zugänglich zu sein. So, darunter gibt es eine Reihe an Themenfelder, auf die ich jetzt nur ganz kurz eingehen kann. Das kann man vielleicht auch im Anschluss vertiefen. Das Wichtige, der erste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die internationalen Wirtschaftsaktivitäten und die Digitalisierung in diesem Kontext. Ja, in der Vergangenheit wurde Digitales zum Beispiel in Handelsabkommen ausgeklammert. Das hat sich inzwischen großteils geändert. Wir machen darauf aufmerksam an dieser Stelle, dass hier der Fokus in Zukunft wirklich liegen muss. Eine einfache Zahl, unser Dachverband Digital Europe hat das mal ausgerechnet, wenn man die Kosten, die Beschränkungen für Datenflüsse generieren, abbauen würde, dann würde man bis 2030 ungefähr 2 Billionen Wachstum ermöglichen. Ja. Andere Themen, ganz kurz nur, ist die bessere Verschränkung von Entwicklungszusammenarbeit und Handelspolitik und natürlich auch die Nachhaltigkeitspolitik, die nicht vergessen werden sollte an dieser Stelle. Genau. Das an dieser Stelle mehr gleich gerne. Dank. Ja, super. So, und dann das letzte Statement von Dr. Daniel Völsen, Stiftung Wissenschaft und Politik. Und danach geht es dann in die Frage- und Antwortrunde. Bitte schön. Ja, nicht ganz einfach. Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich sehr auf den heutigen Austausch. Zu Beginn möchte ich noch einmal etwas grundlegender ansetzen, nämlich mit der Frage, wie wir eigentlich den Gegenstand internationale Digitalpolitik fassen können. Gerade weil nun zum ersten Mal eine Bundesregierung hierzu eine Strategie entwickeln will, scheint mir diese begriffliche Klärung tatsächlich notwendig. In Anlehnung an Max Weber verstehe ich Politik als den Versuch, Macht zu erlangen, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Im Fall der Digitalpolitik bezieht sich das auf Digitaltechnologien, insbesondere, aber nicht nur das Internet. Und die internationale Digitalpolitik umfasst dann all jene Aktivitäten, die über die Grenze einzelner Staaten hinausreichen. Dazu gehören auch strukturelle Machtasymmetrien, ganz sicherlich auch die Macht von nichtstaatlichen Akteuren. Die strategische Bedeutung der internationalen Digitalpolitik ergibt sich demnach daraus, dass hier auf internationaler Ebene Weichen gestellt werden. Weichen, die auch direkt Folgen für den Gestaltungsspielraum nationaler Digitalpolitik haben. Die Ausgangslage ist dabei derzeit leider denkbar schlecht. Die sich verschärfende geopolitische Konfrontation zwischen den USA und China, gerade auch im Bereich Digitaltechnologien, ist für Deutschland eine enorme Herausforderung. Autoritäre Staaten nutzen digitale Technologien, um ihre Macht zu konsolidieren. Einige davon, allen voran China und Russland, verbinden dies mit dem Ziel, die globale digitale Ordnung nach ihren Vorstellungen umzuformen. Die Vereinten Nationen sind zunehmend blockiert. Die Bereitschaft zu globaler Kooperation ist äußerst gering. Blickt man auf dieses internationale Umfeld, wird umso deutlicher, warum Deutschland hier eine klare strategische Linie braucht. Grundsätzlich sollte der Anspruch dabei sein, alle relevanten Entwicklungen und Prozesse
im Blick zu behalten. Um tatsächlich gestaltend Einfluss nehmen zu können, ist es aber notwendig, Prioritäten zu setzen. Das muss letztlich politisch erfolgen. Dafür sind wir auch heute hier. Allerdings gibt es aus meiner Sicht gute Gründe, einem Themenkomplex besondere Aufmerksamkeit zu widmen, nämlich der Verteidigung von noch bestehenden Freiheitsräumen in der globalen digitalen Ordnung. Das mag auf den ersten Blick sehr defensiv klingen. In der aktuellen Lage geht es aber tatsächlich darum, zunächst ein weiteres Erstarken autoritärer Ordnungsvorstellungen zu verhindern und für die mittlere, für die längere Frist die institutionellen Voraussetzungen für anspruchsvollere Formen der Kooperation zu bewahren. An diesem Punkt lässt sich auch konkret illustrieren, welche Handlungsmöglichkeiten der Bundesregierung zur Verfügung stehen. Im Rahmen zwischenstaatlicher Verhandlungen, bilateral, vor allem auch im Rahmen der Vereinten Nationen, werden diese Fragen explizit politisch verhandelt. Für die Bundesregierung gilt es hier, eine nicht einfache Balance zu finden. Einerseits zählt die Unterstützung der Vereinten Nationen zu den Grundpfeilern der deutschen Außenpolitik und ist es daher wünschenswert, dass die VN auch in diesem Bereich handlungsfähig werden, würde ich sagen. Sie sind es noch nicht. Andererseits ist aber auch zu beobachten, dass eine Reihe von Staaten versuchen, gerade über den Weg der VN die globale digitale Ordnung autoritärer umzugestalten. Weil Deutschland sich in den Vereinten Nationen hohe Anerkennung erarbeitet hat, haben wir hier auch die Gelegenheit, hat hier die Bundesregierung die Gelegenheit, gestaltend wirksam zu werden. Dabei geht es zum einen darum, ein Aufweichen menschenrechtlicher Schutzmechanismen zu verhindern, etwa im Rahmen der aktuellen Verhandlungen über die sogenannte Cybercrime Convention. Zum anderen geht es aber auch darum, in der Debatte um den Global Digital Compact die zukünftige Institutionenordnung in diesem Bereich zu gestalten. In dem Kontext steht für mich die Debatte um das zukünftige Mandat des Internet Governance Forums exemplarisch für die Frage nach der zukünftigen Gestaltung von Multi-Stakeholder-Formaten und dem Verhältnis dieser Formate zu multilateralen Foren. Offene technische Standards und Protokolle sind die Grundlage für wirtschaftlichen Wettbewerb, technologische und soziale Innovation, und sie sichern damit auch auf ihre Weise Freiheitsräume ab. Neben einer klaren politischen Positionierung kann die deutsche Politik hier indirekt dadurch handeln, dass sie Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft darin unterstützt, die entsprechenden internationalen Foren aktiv zu begleiten. Hierzu gibt es auf europäischer, auf nationaler Ebene jetzt auch Ansätze. Ergänzt werden könnte dies durch entsprechende Programme auch im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und um das ganz deutlich zu sagen, da geht es natürlich auch um die Frage, wie man das Ganze finanziell unterfüttern kann. Schließlich, Verschlüsselungstechnologie ermöglicht sichere Kommunikation, ob zu politischen, wirtschaftlichen oder privaten Zwecken, und sichert damit ganz direkt Freiheitsräume. Neben einer wiederum notwendigen, klaren politischen Positionierung, das ist ja nicht immer ganz so einfach, eröffnet sich hier die Möglichkeit für die deutsche Politik, praktisch auf die internationale Digitalpolitik einzuwirken. Möglich wäre etwa, angelehnt an das Modell des Open Technology Funds in den USA, die Entwicklung und internationale Verbreitung von demokratieförderlichen Technologien und eben insbesondere Verschlüsselungstechnologien gezielt finanziell zu unterstützen. Ich breche hier ab, freue mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und ich denke mal, die Aspekte, die Sie vielleicht noch einbringen wollen, das gilt für alle, können Sie vielleicht gleich in den Fragerunden noch machen. Ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich für Ihre Eingangsstatements. Und wir kommen jetzt in die Frage- und Antwortrunde, in die erste. Und für die SPD-Fraktion hat Amanson das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und auch einen großen Dank an die Fachexpertinnen und Experten, die uns heute zur Verfügung stehen für diese Anhörung. Meine Fragen richten sich an Herrn Ringhof. Und ich will mit der Frage der Standardisierung anfangen, Frage der Standards und Normen anfangen. Und Sie haben das ja auch erwähnt. Wir entwickeln gerade diese internationale Digitalstrategie in eine geostrategische Lage, wo auch in Sachen Digitalisierungspolitik es da kontroverse und gegenseitig stehende Interessen gibt. Wenn ich Ihnen nach Ihrer Meinung frage, wo sollte denn die Bundesregierung einen Schwerpunkt legen, wenn es in diesem Kontext geht, auch bestimmte Standardisierungsvorhaben global voranzutreiben? Ja, vielen Dank. Die Antwort ist zugleich sehr einfach und sehr komplex. Denn
Einerseits ist es natürlich klar, dass in Technologiefeldern, die für Deutschland aus politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Gründen besonders wichtig sind, dass dort sozusagen eine führende Rolle bei Standardisierungsfragen grundsätzlich sehr wichtig wäre. Es gibt ja auch gerade im europäischen Kontext durch die Europäische Kommission den Versuch, sozusagen festzulegen, welche Technologien, auch digitale Technologien, besonders wichtig sind, eben für Europas Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch hinsichtlich zum Beispiel der Bekämpfung des Klimawandels. Das ist die einfache Antwort. Die komplexe Antwort ist, dass nur weil man sich in diesen Bereichen mehr engagieren will, es nicht automatisch heißt, dass man das auch so einfach kann. Denn Standardisierung ist natürlich sind Dynamiken, die vom Privatsektor in erster Linie getrieben werden. Und es macht keinen Sinn, jetzt einfach, ich sag mal, fünf Beamte oder Beamtinnen in so ein Gremium zu setzen und das dann zu begleiten. Das führt zu nichts. Das heißt, was man tun kann, ist einerseits dafür zu sorgen, dass die wichtigen internationalen Organisationen für Standardisierung, dass dort die Governance-Strukturen stabil bleiben, damit sie eben nicht politisch unterminiert werden können, zum Beispiel von China. Das ist oft der Vorwurf und vereinzelt wird es auch schon festgestellt. Allerdings muss man das noch ein bisschen genauer beobachten. Gleichzeitig, und das hat der Kollege ja auch gerade eben schon erwähnt, ist das Allerwichtigste, die Wirtschaft in die Lage zu versetzen, bei Standardisierung eine führende Rolle zu spielen. Das beginnt bei Industriepolitik, eben in strategisch wichtigen Bereichen, wo man grundsätzlich einfach innovativ werden muss, denn es sind die Innovationsführer, die auch die Standardisierung sozusagen anführen. Standardisierung ist gewissermaßen ein Gradmesser für Innovationsleistungen. Und gleichzeitig kann man natürlich aber auch zum Beispiel KMUs dazu befähigen, vermehrt an Standardisierung beizutragen, indem man das explizit fördert. Ja, vielen Dank. Sie sind in Ihrem Vortrag oder in der Stellungnahme sind Sie auch auf das Thema Partnerschaften eingegangen. Wenn Sie mal erläutern könnten, warum es zusätzliche Partnerschaften braucht und welchen Mehrwert für die Bundesrepublik Deutschland dadurch und für die Europäische Union dadurch entstehen könnte, aber auch für die internationale Gemeinschaft. Ja, genau. Also es gibt ja schon etliche digitale Partnerschaften im EU-Kontext, zum Beispiel mit den USA, das Trade Technology Council, mit Indien, das Trade Technology Council, digitale Partnerschaften mit Japan, Südkorea und Singapur. Erstens glaube ich, dass man diese alle noch ausbauen kann. Es ist natürlich schwer, sozusagen da die richtige Balance zu finden zwischen, mehr in Richtung bindender Instrumente zu gehen, womit man natürlich einfach mehr erreichen könnte. Gleichzeitig wissen wir alle, dass es nicht so einfach ist, in der Europäischen Union da auch dann Einigkeit zu finden. Trotzdem glaube ich, dass es insbesondere zum Beispiel beim Trade and Technology Council mit den USA da noch Raum gibt. Sozusagen die Verbindlichkeit dieser Kooperation sollte die Wahl im nächsten Jahr so ausgehen, wie wir uns das wahrscheinlich fast alle wünschen, dann insbesondere, sonst würde es wahrscheinlich schwierig. Andererseits gibt es natürlich auch noch andere Länder, mit denen man solche Partnerschaften eingehen könnte. Besonders wichtige, strategisch wichtige Länder, zum Beispiel Brasilien oder Indonesien. Natürlich hängt immer sozusagen von dem Kooperationsformat ab, welche Themen man dann angeht. Aber zum Beispiel mit Brasilien kann es ganz klar um sozusagen Gesetzgebung gehen im Bereich KI, im Bereich Online-Plattformen. Es ist wirklich, das weiß ich aus meiner Arbeit beim European Council on Foreign Relations und jetzt auch aus den zwei Wochen bei der Kommission, auch wenn ich dazu nicht viel sagen kann, dass das Interesse an dem europäischen Ansatz, die Probleme im digitalen Raum einzuhegen und gleichzeitig Bürgerrechte zu stärken, dass es auf sehr, sehr, sehr großes Interesse weltweit stößt und wir durchaus andere Länder dabei unterstützen können, da gute Ansätze zu wählen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und als nächstes für die Unionsfraktion der Kollege Nicolas Cepelius. Danke Ihnen, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Herrn Tová. Sie gehen in Ihrer Stellungnahme auf die relevanten Verbindungen zwischen der internationalen Digital- oder Handelspolitik und der internationalen Digitalstrategie für Deutschland ein. Weitergehend auch dabei auf die Weiterentwicklung der WTO hin zu einer Digital Trade Organization. Können Sie den Punkt noch ein bisschen genauer erläutern, genauer darauf eingehen und zudem noch erläutern, welche offene Fragen, aber auch Potenziale für Deutschland mit Blick auf das Feld der digitalen Güter bestehen? Klar, sehr gerne. Vielen Dank für die Frage.
Ich hole mal ein ganz kleines bisschen weiter aus in Sachen Handelspolitik. Erstmal würden wir immer konstatieren, dass es da eine ganze Reihe an Hausaufgaben in Deutschland gibt in Sachen Exportförderung, weil die Exportförderung aktuell nicht den Bedarfen der Digitalwirtschaft in einigen Bereichen entspricht. Das ist einfach nur einmal vorweggeschoben. Dann zweitens sehen wir, dass die WTO ja eine der wichtigsten Organisationen ist und auch Abkommen, die im Rahmen der WTO abgeschlossen werden, um deutschen Handel weltweit zu ermöglichen. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass die WTO sehr langsam darin ist, die Abkommen, die es dafür gibt und für digitale Güter gibt, abzuschließen. Diesen Prozess zu forcieren und weiterzubringen, das ist ganz essentiell. Und dazu gehören dann auch so Themen, das mag jetzt hier erstmal irgendwie abschreckend klingen, wie das Moratorium auf Zölle für digitale Übertragungen. Das ist so ein Rückgrat für den digitalen Handel, da sich wirklich einzubringen. Das macht die Bundesregierung schon, das muss man auch dazu sagen. Da dran zu bleiben und das weiterzuentwickeln, ist wichtig. Und dann sich im Weiteren dafür einzusetzen, dass Datenflüsse zu anderen Ländern international erleichtert werden. Ja, dazu gehört dann zum Beispiel auch, sich für im Fall von personenbezogenen Daten dafür zu einzusetzen, dass es zum Beispiel eine europäisierte Aufsichtsstruktur in Sachen Datenschutz gibt und wir so ein bisschen weg davon kommen, dass es 17 Datenschutzbeauftragte in Deutschland gibt, die alle eine unterschiedliche Rechtsauffassung vertreten. Dazu gehört aber auch, bei nicht personenbezogenen Daten entsprechende Datenflüsse zu erleichtern. Das in aller Kürze. Danke Ihnen. Ich hätte eine weitere Frage an Herrn Dr. Röhl. Und zwar gehen Sie darauf in Ihrer Stellungnahme darauf ein, dass KMUs eine wichtige Rolle im Rahmen von Normierungs- und Standardisierungsprozessen spielen. Das teilen wir auch. Meine Frage, also auch der Gedanke, dass der ältere Schulterschluss da zwischen Wirtschaft und Politik benötigt. Welche Rückmeldung erhalten Sie dabei von deutschen Unternehmen, von KMUs? Und an welcher Stelle können sich die Unternehmen in Deutschland eine stärkere Unterstützung durch die Bundesregierung vorstellen? Wie kann man aus Ihrer Sicht Unternehmen den Dialog und die Zusammenarbeit im Sinne der Stärkung einer deutschen internationalen Digitalstrategie verbessern? Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir aus unseren Studien und Unternehmensbefragungen wissen, dass wir eine enorme Bandbreite an Digitalisierungskompetenzen und Fähigkeiten der KMU haben, um das mal vorauszuschicken. Viele KMU in Deutschland sind da noch weiterhin sehr schwach aufgestellt und ringen da mit den Basics, während wir halt als einen bestimmten Anteil an KMU haben, Startups vielfach, die dann halt an der Spitze der Digitalisierung stehen. Ja, wie bringen wir die stärker ein in diese Standardisierung? Klar, wir haben diese Standardisierungsgremien, die angesprochen wurden. Und da ist es natürlich dann schon wichtig, dass KMU auch entsprechende Hilfestellung erhalten. Das kann über die Verbände erfolgen. Also Bitkom sicherlich sind ja auch kleinere Unternehmen, Startups organisiert. Mittelstandsausschuss des BDI wäre auch ein guter Partner dafür. Aber wir brauchen natürlich auch, und ich glaube, Herr Ringhoff oder Herr Tober haben es schon angesprochen, wir brauchen natürlich vielleicht auch eine Unterstützung für KMU in diese Standardisierungsgremien reinzugehen, denn das ist sehr arbeitsaufwendig. Die müssen dafür Leute abstellen, die haben Reisekosten. Es wäre natürlich auch die Frage, ob man im Rahmen der Digitalisierungshilfen, die es ja gibt, vielleicht auch die KMU unterstützt, dort reinzugehen und bei der Standardisierung wirklich aktiv mitzuarbeiten. Danke Ihnen vielmals. Da jetzt noch ein bisschen noch kurz Zeit bleibt, will ich noch mal zu Herrn Tovar überschwenken. Wie kann aus Ihrer Sicht die Bundesregierung eine aktivere Rolle im Rahmen der europäischen Digitalpolitik einnehmen? Also ganz generell, und in welchen Themen könnte Deutschland auf EU-Ebene Taktgeber sein? Danke in der allergebotenen Kürze. Ich glaube, die Aufgabe besteht darin, einen schnelleren Prozess zu finden, um sich politisch einzubringen. Ein Beispiel sind die Franzosen, die das sehr zentral auswählen, was sie als Position erstmal vertreten. Daran könnte man sich zum Beispiel orientieren. Und was die Politik in Brüssel angeht, da muss man sagen, ich glaube, der Ball liegt vor allem jetzt bei der künftigen Kommission, die bald kommt. Und dann ehrlicherweise, idealerweise bei allen Themen. Das wäre wünschenswert. Ja. Für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias Baralle. Ja, vielen herzlichen Dank. I will start with some questions to you, dear Baron Taillé. Thank you first of all for Bernd Taillé, das ist eine Frage an Sie. Vielen Dank zunächst für Ihre Ausführungen zu digitalen Lieferketten und unsere Verantwortlichkeiten in diesem Bereich.
Viele Staaten nutzen digitale Instrumente als Unterdrückungsinstrumente. Ich denke hier an Internet-Shutdowns zum Beispiel. Was für Entwicklungen beobachten Sie in diesem Kontext? Und wo sollten Europa und oder die EU und Deutschland konkretere Maßnahmen diesbezüglich ergreifen? Ja, vielen Dank für diese Frage. 2015 gab es nur ein paar Länder, wo es Internet-Shutdowns gab. Und jetzt haben wir ungefähr fast jedes Jahr 200 Shutdowns. Und ich denke an Indien, Äthiopien und andere Länder. Man hat früher angenommen, dass dies nur in nicht-demokratischen Staaten passiert. Aber leider sieht die Realität anders aus. Auch in demokratischen Ländern flirten mit der Idee von Internet-Shutdowns. Länder entscheiden sich dafür, wenn es Proteste gibt, wenn es politische Unruhen gibt, wenn es Wahlen gibt. Und da sind dann Shutdowns ein effektives Instrument. Was können die EU und Deutschland tun? Man kann da Einfluss ausüben. Viele der Unternehmen, über die wir hier sprechen, sind ja in Europa basiert. Wir sprechen ja über Orange oder Telekom. Und das wäre zu nennen. Zweitens, wir beobachten auch den Versuch, TikTok in den USA zu blockieren, ob man TikTok jetzt mag oder nicht. Man sagte, das sei aus nationalen Sicherheitsgründen, aber später hat man herausgefunden, dass das auch der Lobbyarbeit von Facebook zu verdanken war. Also es gibt Internet-Shutdowns und solche Phänomene. Das ist schädlich für die Menschen und die Menschen können dann ihre Stimme nicht mehr Ausdruck verleihen. Dr. Daniel Wölsen, wie beurteilen Sie denn die Zukunft der dezentralen Struktur des Internets, gerade auch mit Hinblick auf das Spannungsverhältnis zwischen dem auslaufenden IGF-Mandat und dem Global Digital Compact, gerade auch im Kontext der Einbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft? Sie haben das ja schon angesprochen, aber vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, ich möchte noch mal einen Punkt wiederholen. Vielen Dank für die Frage, dass ich das Gefühl habe, einen starken Eindruck, dass wir da in der Defensive sind. Also es gibt diese Vision, dieses Ideal eines dezentralen, eines auch im großen Teil demokratisch organisierten Internets. Aber davon sind wir schon ein ganzes Stück weit entfernt, insbesondere durch das Wirken von Staaten, die eben ganz andere Ordnungsvorstellungen mit ihrer Digitalpolitik verbinden. Meine Sorge ist darum, dass auch der Global Digital Compact und in dem Kontext die Diskussion um das Internet Governance Forum hier ziemlich schnell an ihre Grenzen geraten werden. Das heißt nicht, also wenn ich das immer so betone, das heißt nicht, dass man jetzt quasi die Hände in den Schoß legen soll und aufgeben soll. Es bleibt eine Aufgabe der demokratischen Staaten, für diese Strukturen zu kämpfen. Wir brauchen aber allerdings, glaube ich, auch eine noch ehrlichere Diskussion darüber, wie kann so ein Forum wie das Internet Governance Forum eigentlich wirklich funktionieren. Die ursprüngliche Erwartung, die damit mal verbunden wurde, als es eingerichtet wurde, glaube ich, kann es in der aktuellen Lage nicht einlösen. Vielen Dank. I'll jump back to you. Berhan Taye, noch eine Frage an Sie. Deutschland geht auf verschiedene Länder der Welt zu, um einen digitalen Dialog zu führen. Kenia ist hier ein Beispiel. Was kann Deutschland von Staaten wie Kenia in diesen Dialogen lernen? Ich glaube, das Wichtigste ist, einen Dialog zu führen und nicht einen Monolog. Beide Seiten sollten etwas beitragen und beide Seiten sollten das schätzen. Wir nutzen inzwischen neue Technologien und die Digitalisierung schreitet schnell voran. Ich denke, da kann man also viel voneinander lernen. In Deutschland gibt es starke Regulierung, auch von Tech-Unternehmen. Und ich denke, das ist etwas, was man von Deutschland lernen kann.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Vorneweg freue ich mich erstmal, dass alle Sachverständigen sich darüber freuen, dass wir jetzt eine internationale Digitalstrategie haben. Ich denke, das macht auch noch mal deutlich, dass für die Bundesregierung Digitalpolitik auch auf europäischer und auf internationaler Ebene vor allem kein Nischenthema ist, sondern man herausstellt, dass das enorme Impacts hat auf Sicherheitsaspekte in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit, in Bezug auch auf gesellschaftliche Implikationen. Besonders hat das natürlich auch in Bezug auf autoritäre Staaten spielt das eine besondere Rolle. Wir haben derzeit sehr intensive Debatten, wie wir mit Sicherheitsaspekten in unserem 5G-Netz umgehen beispielsweise. Da kommt China mit ins Spiel. Meine erste Frage geht an Frau Pohle. Sie haben herausgestellt, dass wir natürlich in einem Wettbewerb mit China stehen, aber auch die Gesprächskanäle nicht abreißen sollten. Die erste Frage ist, halten Sie auch angesichts der derzeitigen Diskussionen das für realistisch, dass wir auch, so wie Sie fordern, die Gespräche intensivieren können? Und welche geeigneten Rahmen sehen Sie als, ja, als geeignet an oder welche Rahmen sehen Sie als geeignet an, um diesen Austausch zu intensivieren? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich würde gerne kurz noch ein bisschen weiter ausholen, wo vielleicht auch unbedingt ich diesen Wettbewerb mit China vor Ort sehen, weil ich habe das Gefühl, es ist ja kein einseitiger Wettbewerb, der sich nur mit China abzeichnet. Das ist ja sozusagen ein geopolitischer, geoökonomischer Wettbewerb, den wir global beobachten zwischen ganz unterschiedlichen Playern. Und gerade Deutschland als Teil der Europäischen Union bezieht da in den letzten Jahren sehr klar Stellung auch und möchte sich positionieren, indem es einen dritten alternativen Weg für eine digitale Transformation vorschlägt, der sich sowohl von dem chinesischen als auch von dem US-amerikanischen Modell quasi abgrenzt. Und das heißt sozusagen, es ist hier wirklich der Mittelweg zu finden zwischen den beiden. Das ist jedenfalls die Aufgabe, die die EU sich gestellt hat. Und ich denke, dass man diese Konfrontation, die es eventuell gibt mit China, auch in diesem Kontext besser beleuchten sollte. Denn es ist tatsächlich so, dass die EU versucht, einen Mittelweg zu gehen. Das heißt aber, es muss auch wirklich den Mittelweg finden. Das heißt, es muss Gesprächskanäle zu beiden Seiten offen halten und im Idealfall auch als Mittler in diesem geopolitischen und geoökonomischen Konflikt, den wir auf der globalen digitalen Ebene sozusagen sehen, agieren. Und natürlich ist es schwierig, die Beziehungen derzeit in der derzeitigen Situation zu intensivieren. Aber, wie wir auch gerade schon von Daniel Völsen gehört haben, wir haben das Risiko, dass die Digitalpolitik immer mehr fragmentiert und überhaupt insgesamt die ganze digitale Ordnung, die wir haben, immer mehr fragmentieren. Deswegen muss es eigentlich die Ambition sein, diese Gesprächskanäle auf jeden Fall offen zu halten. Und dazu bietet sich natürlich an, dass man vor allen Dingen erstmal die Gremien nutzt, die schon vorhanden sind. Das heißt die multilateralen Gremien, das heißt natürlich die VN, das heißt vor allen Dingen auch die ITU. Es heißt aber auch natürlich andere Gremien auch sich nicht ganz komplett ausschließen aus allen sozusagen Gremien, die Chinesen auch sozusagen, der chinesische Staat auch öffnet, also auch die Konferenzen, die China organisiert, Weltinternetkonferenz und so weiter, ist nicht grundsätzlich was man nur ablesen sollte aus normativen Gründen, sondern um dieser Fragmentierung entgegenzuwirken und um auch darauf hinzuwirken, dass es immer noch einen gewissen Konsensus gibt, was die globale digitale Vernetzung angeht, sollte man auf jeden Fall diese Gesprächskanäle offen halten und eben versuchen, eben auch zu intensivieren, wo immer es geht. Ob das bilateral momentan möglich ist, finde ich schwer einzuschätzen, aber jedenfalls über die multilateralen Gremien, die es gibt, sollte dieser Dialog aufrechterhalten werden. Und dann kann auch Deutschland und die EU eventuell dazu beitragen, dass sich bestimmte Konflikte vielleicht auch langfristig oder mittelfristig entschärfen. Ich teile aber auch die Einschätzung, dass der Global Digital Compact, eventuell nur zu einer Verschärfung der Situation und nicht unbedingt zu einer Entspannung beitragen kann. Vielen Dank. Jetzt wurde sehr viel auch über Standardisierung gesprochen. Wir sehen beispielsweise beim Umgang und der Regulierung von künstlicher Intelligenz jetzt auch den Schritt von Volker Wissing, nicht nur auf europäischer Ebene sich diese Frage zu stellen, sondern auch auf globaler Ebene. Wie schätzen Sie die Bestrebungen der Bundesregierung ein, diesen Hiroshima-Prozess jetzt angestoßen zu haben, bis Ende des Jahres hier Vorschläge zu machen? In 7 Sekunden.
Vielleicht eine Exenfragerunde. In 7 Sekunden finde ich es wirklich sehr schwierig zu beantworten. Aber natürlich, vielleicht kann ich das Einzige sagen, ich finde es gut, globale Partnerschaften insgesamt in diesem Bereich einzugehen. Vielen Dank für die AfD-Fraktion. Frau Bengstein? Okay. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Experten. Meine Frage geht an Herrn Dr. Röhl. Sie hatten ja in Ihrem Statement einen Schwerpunkt gelegt auf wertegeleitete internationale Datenpolitik. Gibt es denn auch Ihrer Sicht auch, sage ich mal, Argumente für eine interessengeleitete internationale Digitalpolitik, gerade wenn es jetzt um digitale Souveränität zum Beispiel als Schlagwort geht? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine sehr, ich habe ja auch vom Spannungsfeld gesprochen. Es ist wirklich eine schwierige Frage in dem Zusammenhang. Wir müssen natürlich immer Werte und Interessen miteinander in Einklang bringen. Und wir haben ja auch in diesem Statement, ich hatte es ausgelassen, aus Zeitgründen, wir haben ja auch gesagt, man muss mit China natürlich im Dialog bleiben. Wir können jetzt nicht sagen, auch als werteorientiert, wir wollen mit den Chinesen nicht reden, die sind uns nicht demokratisch genug. Wir müssen mit China im Dialog bleiben, auch mit anderen Ländern und Weltregionen, die nicht immer unsere demokratischen Werte teilen. Das heißt, wir müssen auch in der Datenstrategie, wie aber in der internationalen Politik überhaupt, Wege finden, unsere eigenen Werte klar herauszustellen, sie in den Mittelpunkt zu stellen, aber gleichzeitig anschlussfähig bleiben im Dialog mit Regionen, mit China vordringlich, die diese Werte so nicht teilen. Vielen Dank. Dann noch eine weitere Frage an Sie, Herr Dr. Röhl. Der Daten kann man ja eigentlich immer mehr als Rohstoff, gerade in Bezug auf Digitalisierung und internationale Digitalpolitik im Kontext zu den großen Tech-Konzernen betrachten. Wie würden Sie denn da in dem Zusammenhang den Datenschutz sozusagen auch mit der Bürgerdaten gewichten? Ja, ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich so, dass die großen Plattformen, die internationalen Plattformen schon agierten, bevor wir unsere Datenschutzregeln so wie jetzt aufgestellt haben, dass wir es denen halt vermitteln mussten, dass die sich daran halten oder halt mit Strafen rechnen müssen auf EU-Ebene. Damit haben wir natürlich auch eine gewisse Macht erlangt. Also wenn Sie jetzt über die Richtung USA schauen, einige Bundesstaaten, Kalifornien, haben bereits ähnliche Regelungen getroffen, wie sie auch der europäische Datenschutz vorsieht. Gleichzeitig haben wir ein großes Problem in der deutschen Industrie, auch im Mittelstand, dass die viele Daten generieren und bisher diese Werte nicht ausreichend nutzen. Und die Datenbewirtschaftung halt etwas ist, was gerade in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt. Und da brauchen wir natürlich klare Regeln, wo wir trennen können zwischen personenbezogenen Daten und Maschinendaten. Häufig wird denen ein Knüppel zwischen die Beine geworfen bisher, nach dem Motto, diese Daten könnten personalisierbar, personenbeziehbar werden, wenn man sie geschickt verknüpft mit anderen Personendaten, was weiß ich, Maschinenbediener mit den Maschinendaten. Daraus entsteht eine große Unsicherheit für Unternehmen, gerade im Mittelstand, die keine großen Stäbe für Datenschutz haben, für keine großen Rechtsabteilungen. Und da ist natürlich ein Punkt, wo wir noch stärker nacharbeiten müssen, dass wir halt auch diesen Datenschatz, den wir in der deutschen Wirtschaft haben, besser nutzbar machen für die eigenen Unternehmen in Deutschland. Und das müssen wir dann natürlich auch international aufsetzen und letztlich auch noch mit in die internationale Datenstrategie einbringen. Vielen Dank. Dann meine nächste Frage geht an Frau de Bastion. Sie hatten ja in Ihrem Statement das Thema Open Source sozusagen schon mal angesprochen. Wie würden Sie das in der deutschen, sozusagen in der internationalen Datenstrategie konkret sozusagen umgesetzt sehen wollen? Ja, danke schön. Da gibt es sehr viele Sachen zu sagen, angefangen von dem Grundsatz, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Es gibt unterschiedliche Forderungen der Zivilgesellschaft, was sozusagen in Richtung Open Data passieren müsste. Eine davon ist die Forderung Public Money, Public Code, also die Idee, dass alles, was mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, ausgeschrieben wird etc., auch in öffentlichen Gütern enden sollte. Das betrifft Software, das betrifft Daten der öffentlichen Verwaltung, das betrifft ja, offene Bildungsmaterialien etc., durch die Open Educational Resources entstehen können. Das heißt, es gibt sehr viele
Ansätze, die schon auch lange existieren und Forderungen, die schon lange existieren, die, ja, die stärker umgesetzt werden könnten, um eben dahin zu gehen, diese für uns sehr wichtigen öffentlichen Ressourcen zu bergen, zu heben. Es gibt auch sehr viel, was gerade diskutiert wird in Richtung Daten teilen und neue Arten von, ja, Datenpools zu schaffen, gerade im Hinblick auf, ja, auf das Zusammenspiel zwischen wirtschaftlichen und öffentlichen Daten, wo auf städtischen und Landesebenen auch bereits schon viel passiert, was aber auch national und international noch weiter gedacht werden müsste. Danke. Vielen Dank. Und für die Linke Anke Domscheit-Berg. Technologien zu stärken, und zwar nicht bloß im globalen Norden, sondern insbesondere auch im globalen Süden. Und dazu auch Kooperation und den Erfahrungsaustausch, und zwar auf Augenhöhe mit den Ländern des globalen Südens zu fördern. In Ihrer Intro hatten Sie auch von Skalierungseinheiten gesprochen. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben, was damit gemeint ist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für diese Frage. Das ist was, was mir alltäglich in meinem Arbeitsalltag begegnet als Problemstellung. Ein Beispiel vielleicht, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe diese NGO, das ist ein Netzwerk von offenen Innovationsstätten, Innovation Hubs weltweit, auch hier in Deutschland. Und eine Organisation, mit der wir kooperieren, sind die Hilo Studios. Die stellen zum Beispiel Maschinen für Textilrecycling vor. Das sind offene Maschinen, also offene Hardware, wenn man so will, und etwas, was in der Welt gebraucht wird. Die kriegen ganz viele Anfragen von unterschiedlichsten Orten auf der Welt, dass sie gerne diese Maschinen nachbauen, replizieren möchten und gemeinsame Projekte machen möchten. Aber Hilo Studios sind keine Entwicklungsorganisation und es gibt nirgendwo Unterstützung für diese Art von Arbeit. Es gab mal die Idee, das InnoLab im BMZ auch zu einer Art von Open-Source-Skalierungseinheit zu machen. Das finde ich eine ganz fantastische Idee, die es eigentlich, finde ich, in allen Ministerien bräuchte für die unterschiedlichen Themengebiete, sodass Zivilgesellschaft, Organisationen, Grassroots-Organisationen, unterschiedliche digitale Projekte, Ansprechpartnerinnen haben, um ihre Open-Source-Lösung eben skalieren und weiter in die Welt verbreiten zu können. Und wie gesagt, denke ich, dass das ein sehr gutes Instrument sein könnte, um auch die Zusammenarbeit mit solchen Akteursgruppen besser erschließen zu können und weg von dieser immer pilotprojektgetriebenen Förderlogik zu kommen. Genau, über das Thema in der Frage könnte ich viele Stunden reden, deswegen versuche mich kurz zu halten und vielleicht noch ein paar weitere Aspekte anzusprechen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Sovereign Tech Fund wirklich ein super Schritt ist und auch sehr schön, wie man sieht, dass da Inspiration sozusagen aufgenommen wurde von Seiten der Zivilgesellschaft und weitergedacht und umgesetzt wurde. Aber es braucht davon, wie ich vorhin schon meinte, viel mehr. Der Sovereign Tech Fund fokussiert sich ja auf Infrastruktur, aber wir brauchen das auch für Hardware, für Software, für Maintenance, für Bildung. Und außerdem brauchen wir Strukturen, die Zusammenarbeit mit anderen Akteursgruppen möglich machen. Es gibt ja die Weisheit, dass Kooperation eben heute vor allem zwischen Regierungsinstitutionen oder mit großen Unternehmen stattfindet. Aber das sind nicht die Orte unbedingt, wo digitale Innovation stattfindet. Das kommt von Start-ups, das kommt von agilen Organisationen, mit denen heute Kooperationen sehr schwierig und nicht wirklich vorgesehen sind in den meisten Formaten. Und deswegen könnte man darüber nachdenken, wie man unterschiedliche Multi-Akteurs-Partnerschaften schafft und eben in Netzwerken arbeiten kann, auch mit staatlichen Akteuren zusammen. Die Fab Cities-Initiative ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und vielleicht zuletzt ein Punkt, der mir wirklich persönlich auch sehr am Herzen liegt. Wir möchten für eine feministische Außenpolitik in Deutschland stehen. Das finde ich fantastisch. Und das ganze Aufbrechen und Hinterfragen von Machtverhältnissen, wie wir sie hier angesprochen haben, ist inhärenter Teil davon. Aber das funktioniert nur mit einer progressiven Visapolitik, denn die braucht es für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die haben wir im Moment nicht. Es ist fast unmöglich, Frauen einzuladen, noch unmöglicher Frauen mit Kindern einzuladen. Man braucht ein Dreivierteljahr vorher, um Visas zu beantragen. So funktioniert Zusammenarbeit auf Augenhöhe nicht wirklich. Danke. Ja, hoffen wir, dass sich das in Zukunft ändert. Ich würde in meiner zweiten Frage auch an Frau Bastion gerne wissen, wie denn die internationale Digitalpolitik dazu beitragen kann, dass wir auf globaler Ebene Digitalisierung gemeinwohlorientierter gestalten und auch dazu beitragen, dass Ungleichgewichte zwischen globalen Norden und Süden verringert werden
und dass sich die unterschiedlichen Chancen auf Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch den unterschiedlichen Anteil an Nutzen und an den negativen Folgen der Digitalisierung sich etwas gerechter verhalten. Es ist, auch dazu gibt es viel zu sagen. Ich rede mal in Stichpunkten aufgrund der Kürze der Zeit. Wir müssen uns natürlich für ein weltweit offenes Internet einsetzen, also offene Zugänge statt Zero Rating zum Beispiel. Rohstoffe und Lieferketten sind in diesem Kontext ein wichtiges Thema, den Rest der Welt nicht als Mülldeponie zu verstehen, aber sich stattdessen vielleicht hier natürlich auch für nachhaltigen Konsum einzusetzen, auch im öffentlichen Beschaffungswesen. Procurement ist hier ein wichtiges Thema, aber zum Beispiel auch so kleine Sachen wie Zweitnutzung von Rechnern, die die Regierung nach 3 Jahren outsourcen muss, das Recht auf Reparatur als globales Recht zu verstehen und auch auf solche Themen zu setzen wie digitale Fertigungstechnik, die zentral sind und so auch den Aufbau von ganz neuen Lieferketten ermöglichen. Das sind alles Themen, die wir weiterverfolgen sollten in diesem Kontext, sowie die fairen Arbeitsbedingungen global, die Berhan Tay schon vorhin angesprochen hatte. Vielen Dank. Erstaunlich, wie schnell manche reden können. Wir kommen in die zweite Runde und für die SPD Dr. Jens Zimmermann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage würde sich an Frau Radu richten. Also nochmal, Ziel der ganzen Operation ist hier, die Bundesregierung möchte eine internationale Digitalstrategie erstellen. Wir sind eine Kritik an vielen Strategien im Digitalbereich ist immer zu viel Klein-Klein, endlose Listen und so weiter. Und meine persönliche Einschätzung nach dieser Anhörung ist, wir sind auf sehr gutem Weg. Deswegen wäre meine Frage an Sie, wo sehen Sie, wenn wir über eine Strategie reden, und Sie haben da ja auch einiges in Ihren schriftlichen Ausführungen dazu ausgeführt, wo sehen Sie die wichtigsten Säulen, auf denen eine digitale, internationale Digitalstrategie basieren sollte? Thank you very much. So let me answer by focusing on. Vielen Dank. Lassen Sie mich auf kurzfristige und langfristige Ziele zu sprechen kommen in meiner Antwort. Wir haben auf VN-Ebene und bilateral viele unterschiedliche Prozesse. Das heißt, wir brauchen einen Plan, der ganz klar anspricht, was bis 2025 erreicht werden kann. Und dann brauchen wir einen Plan, der in die längere Zukunft blickt, also 10 Jahre oder darüber hinaus. Also die wichtigsten Säulen hierfür, die können umdefiniert werden. Ich denke, wir müssen die Türen auch offen lassen für einige dieser Strategien, die auch geändert werden können nach 2025. Dann würde ich als zweites sagen, Zusammenarbeit, aber auch Kommunikationskanäle, die über Bündnispartner hinausgehen oder über die Länder, die eine gleiche digitale Politik verfolgen. Überlegen, wie wir mit autoritären Staaten umgehen, mit Ländern umgehen, die eine andere Sicht hinsichtlich des Internets haben. Ansonsten, denn wir müssen ja auch überlegen, wie das Internet als Ganzes als öffentliches Gut aussehen kann. Und drittens, es gibt Themen, die mit der Sicherheit zusammenhängen und Bereiche, die wir tiefer erforschen sollten, um Deutschland und Europa, aber auch das globale Internet zu einem besseren Ort zu machen. Also diese globalen strategischen Ziele, die mit Digitalisierung, Cybersicherheit, Zentralisierung zusammenhängen und auch der Minimierung der Ausnutzung des Internets als politischen Ort. Auch auf Formate wie G7, G20 oder auch Allianzen wie die NATO hingewiesen, innerhalb derer so eine Zusammenarbeit auch stattfinden könnte. Jetzt haben Sie auch noch auf andere Länder hingewiesen. Was wären aus Ihrer Sicht möglicherweise Länder, die wir mit unserer internationalen Digitalstrategie als Kooperationspartner auch ins Auge fassen sollten? Ich würde Sie ermutigen, hier wirklich ganz breit zu denken, was die Partner anbelangt. Das heißt nicht, dass man mit jedem zusammenarbeiten kann, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es mit manchen Ländern keine Zusammenarbeit geben darf.
Wie man dies am besten machen kann, ist, indem man die gemeinsamen Ziele findet. Und meist sind das Ziele, die mit der Nutzung und den Nutzungsfällen zusammenhängen, in Use Cases, wenn wir Beispiele aus anderen Bereichen haben möchten. Im Umweltaspekt kann man zum Beispiel mit gewissen Themen zusammenarbeiten und bei manchen nicht. Wir möchten im Verkehrsbereich ein globales Verkehrssystem haben. Und das Gleiche, denke ich, trifft auch auf die Internetwelt zu. Wir wollen ein globales System haben. Für die Unionsfraktion Dr. Markus Reichel. Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine erste Frage geht an den Herrn Tovar. Ich sehe das ein bisschen anders als Herr Dr. Zimmermann. Also ich denke, eine Strategie muss schon eine Reihe von konkreten Tools auch umfassen. Und mich würde da interessieren, doch noch mal, welche Tools, welche konkreteren Ansatzpunkte Sie in so einer internationalen Digitalpolitik nun tatsächlich gerne sehen würden. Und vielleicht noch zum Einstieg dazu. Sie haben ja das durchaus schon angerissen mit dem Thema Standardisierung und Normierung. Es scheint mir auch einer der sehr konkreten Ansatzpunkte zu sein. Können Sie das noch mal vielleicht wirklich fix machen, woran, wie man das jetzt wirklich ausgestalten sollte, um hier mittel- und langfristig erfolgreich zu sein? Klar, kann ich sehr gerne machen. Fangen wir mit Normung und Standardisierung an. Wir sind im Status quo sehr aktiv, oder die deutsche Wirtschaft ist sehr aktiv in Standardisierung und Normungsgremien. Das ist ein wirtschaftlicher Vorteil, den wir erhalten sollten. Wir sehen, China insbesondere im Rahmen ihrer Standardisierungsstrategie hat das Ziel erkannt und pusht selber Aktivitäten. Das heißt vor allem klare finanzielle Unterstützung für deutsche Unternehmen, insbesondere KMU, in diesen Gremien. Reisekosten sind ein Faktor, Beteiligungskosten sind ein Faktor, aber auch natürlich die Personalkosten, weil man kann den Experten, den man dann abstellen muss, ja nicht KMU machen das nicht, das lohnt sich nicht. So, das ist, glaube ich, der ganz konkrete Punkt. Da bräuchte es Geld. Darüber hinaus vielleicht noch ein paar an weiteren konkreten Punkten, an denen man arbeiten muss. Handelspolitik habe ich gerade angeschlossen. Da gibt es ein paar ganz konkrete politische Ziele, die man umsetzen kann in der WTO zum Beispiel. So, nächstes Thema ist das Thema nachhaltige Technologien. Da könnte man die Brücke schlagen zwischen Klimaschutz auf der einen Seite und dem Export deutscher digitaler Technologien ins Ausland. 20% unserer Klimaziele könnten durch digitale Technologien erreicht werden. Das wäre ein zweiter konkreter Punkt. Dritter konkreter Punkt, klang bei Herrn Völsen vorhin schon an, ist im Bereich Cybersicherheit darauf hinzuwirken, dass wir sicherer werden. Ich mache hier einen Punkt. Wir haben ein Positionspapier dazu aufgeschrieben, in dem wir, glaube ich, versucht haben, sehr, sehr konkrete Forderungen aufzustellen. Das waren jetzt einige der wichtigsten. Ja. Ist Ihnen zufälligerweise so eine Benchmark einer wirklich guten internationalen Digitalpolitik eines anderen Landes bekannt? Es gibt eine Reihe an Ländern, die sich da positioniert haben. Die Briten haben was gemacht, Dänemark hat was gemacht. Also es gibt tatsächlich eine ganze Reihe an Strategien von Ländern. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man die Strategie verhaften will. Wenn man Cybersicherheit oder Sicherheitspolitik zum Beispiel mit reinnehmen will oder nicht. Vor dem Hintergrund, ja, wir haben ein paar Partnerländer, die sich da aufgestellt haben. Es kommt immer auf die nationalen Gegebenheiten an. Bei einer deutschen internationalen Digitalstrategie würden wir zum Beispiel davon abraten, das Thema Verteidigung da wirklich mit reinzunehmen, weil wir eine nationale Sicherheitsstrategie haben und sich das dann im Zweifelsfall einfach nur sehr stark doppelt. Okay, vielen Dank. Noch eine Frage an Herrn Röhl. Sie haben ja in Ihrem Bericht die Notwendigkeit der Cybersicherheit auch angesprochen. Das haben wir jetzt hier noch nicht so diskutiert. Könnten Sie da vielleicht uns noch etwas erläutern, wie Sie da das bisherige Engagement der Bundesregierung wahrnehmen und was sich daraus auch für eine künftige Digitalstrategie ableitet? Ja, wir denken schon, dass das bisherige Engagement im Bereich Cybersicherheit noch unzureichend ist und auch zu stark zersplittert ist bislang, die Zuständigkeiten in Deutschland.
Und es wäre natürlich eine Gelegenheit, diesen Punkt stärker in den Mittelpunkt zu rücken, wenn wir jetzt eine internationale Digitalstrategie aufsetzen, dass wir auch international abstimmen können. Wir wissen jetzt, Ukraine-Krieg, jetzt zunehmende Konflikte offenbar in der Welt, eine unruhige Periode. Das können wir nicht alleine stimmen. Also das ist auch ein Punkt, wo sich die EU einig werden muss und man sich dann auch sicherlich innerhalb von NATO und westlichen Partnern abstimmen muss. Und da muss deutlich mehr getan werden. Ja, Sie hatten ja auch vorhin erwähnt, dass die Bundesregierung manchmal da auf europäischer Ebene etwas vorprescht und das ist also nicht so effizient beschrieben. Wie kann denn da die Bundesregierung effizienter auf europäischer Ebene agieren? Ja, wir sind da in es ist eine merkwürdige Situation, dass wir manchmal national vorpreschen mit der Gesetzgebung, obwohl die EU an etwas arbeitet und dann uns aber auf europäischer Ebene an anderer Seite oder auch da nicht genügend einbringen. Also wir müssen in der Berliner Blase auch Europa und Brüssel einfach mehr mitdenken und uns schon frühzeitig in die europäischen Prozesse einbringen. Vielen Dank. Und für Bündnis 90 Die Grünen nochmal Tobias Barrader. Ja, vielen herzlichen Dank. My first question goes again to Meine erste Frage geht noch einmal an Bernd Taillé. Oft sprechen wir über den Brüssel-Effekt und wir haben ein großes Gesetzeswerk, den Digital Services Act, das digitale Dienstleistungsgesetz, das gegenwärtig umgesetzt wird. Welche Art von Brüssel-Effekt sehen Sie in diesem Gesetz, so wie es gegenwärtig aussieht? Vielen Dank für diejenigen von uns, die nicht der EU angehören, begrüßen die EU-Gesetzgebungsherangehensweise hier. Man kann mit Tech-Unternehmen nur über Gesetze zusammenarbeiten und sich hier nicht ablenken lassen. Leider ist die digitale Welt auch sehr vernetzt. Das heißt, wenn Sie in Europa Gesetze erlassen, dann hat das Auswirkungen auf uns. Also ein gutes Beispiel möchte ich anführen und dann eins, das vielleicht nicht so gut ist. Wenn Sie sich also die Datenschutzgrundverordnung anschauen, jeder weiß, was das ist. Ich habe vielen Regierungen ein Feedback gegeben, die mehr oder weniger dieses Gesetz kopiert haben und dann gesagt, das kann man nicht einfach so übertragen, denn Sie sind ja nicht Teil der EU. Also der Rest der Welt schaut die EU hier sehr positiv an. Wenn man sich aber das digitale Dienstleistungsgesetz anschaut, das ist ein sehr, sehr guter Versuch, die Plattform zu regulieren. Aber die Auswirkungen hiervon ist, dass Sprachen, Amharic zum Beispiel, die Muttersprache in Äthiopien oder Kiswahili oder andere, also die zusammengenommen 300 Millionen Sprechende haben, die müssen dann in Konkurrenz mit Finnisch zum Beispiel, die 5 Millionen Sprechende haben, also auf Plattform-Ebene. Einer der Gründe, weswegen die globalen Sprachen jetzt mit europäischen Minderheitensprachen in Konkurrenz treten, ist die Art und Weise, wie dieses Gesetz geschaffen wurde, hat dazu geführt, dass die Plattformen mehr in EU-Sprachen investieren als in unsere Sprachen. Und das ist natürlich ein Problem. Also das ist ein Problem der Plattformen, nicht spezifisch ein EU-Problem, aber weil es zu wenig Gesetzgebung gibt, heißt das, dass es natürlich auch wieder für die EU ein Problem ist. Also wir müssen mal sehen, wie der Brüssel-Effekt hier aussieht und wie die Folgenabschätzung hier aussieht. Also sprechen wir über dieses Thema und wie bringt die EU dieses Thema wieder an die Plattform? Das ist ein wichtiger Punkt hier. Meine zweite Frage richtet sich auch wieder an Dr. Daniel Wölsen. Sie schreiben ja auch, dass es, wenn die Bundesregierung eine aktivere Rolle in der internationalen Digitalpolitik anstrebt, weitere Schritte notwendig sind. Wir haben auch festgestellt, dass eine Stärkung privater Akteure, gerade der nicht großen Konzerne, nicht der Big Five etc., in den internationalen Gremien wichtig wäre. Was würde Ihrer Meinung nach helfen, gerade diese Stärkung privater Akteure vorzunehmen? Und was bräuchte es denn von staatlicher Seite vielleicht noch generell, um dieses Engagement, das Aktivere, das wir ja anstreben, sicherzustellen und sinnvoll durchführen zu können? Ja, vielen Dank. Deutschland ist ja an vielen Stellen der internationalen Digitalpolitik heute schon präsent. Und wenn wir jetzt sagen, oder wenn die Regierung sagt, sie möchte sich eine Strategie geben, um da noch gezielter aktiv zu werden, dann geht es tatsächlich um die Frage, welche Ressourcen ist man bereit, dafür einzusetzen. Ich hatte ja versucht, vorzuschlagen, drei Wege, wie man Politik machen kann, zwischenstaatlich, indirekt durch die Unterstützung von zivilgesellschaftlichen und anderen nichtstaatlichen Akteuren
und durch eine aktive Technologiepolitik, was dann von der Innovationsförderung bis zu Exportkontrollpolitik führen kann. Und in all diesen Bereichen, wenn man da sagt, man möchte da gezielt aktiver werden, geht es am Ende auch darum, wie man das Ganze finanziell unterfüttert. Also um nochmal konkret auf den Punkt einzugehen, den Sie genannt haben, Beteiligung von nichtstaatlichen Akteuren an den technischen, aber auch an den politischen Prozessen auf globaler Ebene. Dann geht es ja schon um die Frage, wie kann man das Ganze finanziell unterstützen. Im Fall Unternehmen gibt es Diskussionen darüber, ob man da über steuerliche Erleichterungen nachdenkt. Im Falle von Wissenschaft und Zivilgesellschaft müsste man wahrscheinlich auch überlegen, ob man da nicht eine überschaubare Summe Geld in die Hand nehmen kann, um da auch Programme aufzusetzen, um deren Teilnahme zu unterstützen. Es wurde ja schon gesagt, diese Prozesse sind in der Regel langwierig, aufwendig. Da muss man reingehen. Was kann man noch machen? Ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen. Sie hatten das IGF erwähnt. Da kann Deutschland auch aktiv werden in dieser schwierigen Gemengelage, indem man sich zum Beispiel einen Partner sucht, ein Partnerland sucht und da wirklich ein Konzept entwickelt. Denn im Moment suchen alle nach Lösungen. Vom UN-Generalsekretär bis zu den einzelnen Regierungen suchen alle nach Lösungen. Und ganz konkret, wenn jetzt der Plan ist, dass das nächste IGF in Saudi-Arabien stattfinden soll, was eine schwierige Entscheidung ist, die aber genau in diesem ganzen Kontext steht, von auch ein bisschen breiter sich aufstellen. Da muss man gucken, was kann die Bundesregierung tun, um da nicht nur finanziell, sondern auch tatsächlich ganz praktisch mit Blick auf Sicherheitsfragen zu gucken, wie sie die Beteiligung von nichtstaatlichen Akteuren da sicherstellen kann. Denn ganz so ohne ist es ja nicht, da nach Saudi-Arabien zu reisen. Vielen Dank für die FDP-Fraktion, Maximilian Mordhorst. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Dr. Pohle. Ich gebe Ihnen noch die erbetene kurze Zeit, um auf die Frage vom Kollegen Funke-Kaiser zu antworten. Und dann stelle ich meine Fragen. Können Sie bitte noch mal kurz die Frage nochmal? Es ging darum, inwiefern es Sinn macht, und das haben wir jetzt gerade eben gesehen im Zuge der KI-Regulierung, auf globaler Ebene zu regulieren oder den Anfang auf europäischer Ebene zu machen. Wir haben ja immer so den Vorwurf, dass Europa vorrennt und sich selbst reguliert und die anderen freuen sich schön und übernehmen es dann und machen es ein bisschen weniger. Wie sehen Sie das vor allem jetzt auch in diesem G7-Prozess? Ja, also ich sehe das auf jeden Fall so, dass tatsächlich die Regulierung von solchen Technologien wie KI natürlich über Europa hinausgehen muss und da der Dialog gesucht werden muss, auch mit allen verschiedenen Partnern, vor allen Dingen auch mit Partnern aus dem sogenannten globalen Süden, eben aus Partnern aus der ganzen Welt, aber auch natürlich auch mit großen anderen digitalen Playern, Indien, Brasilien. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich da auszutauschen, denn genauso wie alle anderen digitalen Themen ist ja auch das Thema der KI, wie wir die entwickeln, wohin sich die entwickelt, was da erlaubt sein wird, was da machbar ist, das ist ja nichts, was sozusagen auf nationale oder regionale Kontexte beschränkt bleiben wird. Das heißt, selbst wenn wir in Europa eine Regulierung haben, mit der wir mehr oder weniger zufrieden sind, die unserem Wertesystem entspricht, wird es in anderen Teilen der Welt andere Entwicklungen geben. Und die können wir nur dadurch beeinflussen, indem wir nicht einfach sagen, wir haben hier die beste Regulierung und wir exportieren jetzt mal und macht mal genauso wie wir, sondern wir müssen natürlich auch hingehen und sehen, was sind denn die Bedenken und die Interessen anderer Länder und wie können wir hier vielleicht auch eine Lösung finden, gemeinsam an besten Standards zu arbeiten, die auch dann zumindest in großen Teilen unseren Vorstellungen entsprechen. Das passt sehr gut zu meiner anschließenden Frage, denn es wird ja sehr viel, wir haben jetzt auch sehr viel darüber gesprochen, wo der Staat stärker reingehen muss, wo Regulierung vielleicht eine Vorreiterrolle sein kann oder wo sie uns auch vielleicht daran hindert. Aber wenn ich international schaue, welche Player da relevant sind, nämlich China und die USA zu einem großen Teil, dann sehe ich, dass es vor allem mit wirtschaftlicher Power untermalt ist, was am Ende Einfluss auf die internationale Digitalpolitik nimmt oder nicht. Und das ist ja an staatlichen Leistungen meist nur punktuell wirksam, sondern es muss eine wirtschaftliche Stärke dahinterlegt sein, in ganz Europa, in der EU, mit großen Tech-Unternehmen, die dazu beitragen kann, dass wir international wirklich Standards setzen und nicht nur gute Werte haben, sondern die auch durchsetzen können. Wie ist da Ihre Analyse der Lage? Wie weit ist Europa da davor? Und was könnten wir tun, um überhaupt noch das Rennen im Rennen weiter mit nach vorne zu kommen? Auch da würde ich gerne kurz ein bisschen weiter ausholen, weil tatsächlich stimme ich der Analyse nicht ganz zu. Ich glaube nicht, dass es nur über Wirtschaftsmacht sozusagen Standards gesetzt werden können. Gerade, wir hatten es gerade erwähnt, der sogenannte Brüssel-Effekt zeigt ja, dass eben auch Europa sehr
effizient darin ist, durch Regulierung eine bestimmte sozusagen Standards zu setzen und diese auch weltweit dazu zu verbreiten, die digitale oder dazu zu nutzen, die digitale globale Ordnung in gewisser Weise zu gestalten. Natürlich kann das Europa auch nur aufgrund seines digitalen Marktes. Natürlich hat das damit zu tun, aber es heißt nicht, dass sozusagen das Europa kann, weil seine Wirtschaft so stark ist, sondern weil sein Markt so bedeutend ist, sozusagen. Also da ist ein gewisser Unterschied da. Und damit kann Europa in der Hinsicht natürlich schon Standards setzen. Ich sehe da aber sogar noch einen ganz relativ großen Zielkonflikt, der sich da in Deutschland, in Europa zunehmend auftut, nämlich der Zielkonflikt, dass wir so eine globale digitale Ordnung nach bestimmten Wertvorstellungen gestalten möchten und diesen Wunsch auch sehr, sehr klar in der europäischen Politik äußern und auch diesen Brüssel-Effekt ja sozusagen anstreben, aber gleichzeitig sozusagen den selben Anspruch haben, unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere digitale Wirtschaft und unsere Innovationsfähigkeit zu stärken, zu steigern und damit sozusagen auch unsere Wirtschaft insgesamt unsere Wirtschaftsmacht weiter aufzubauen. Und in gewisser Weise gibt es da einen Zielkonflikt, weil wenn wir dieselben Ansprüche, die wir für uns haben, auch weltweit allen anderen Ländern zugestehen, dann müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir dieses Spagat schaffen, gleichzeitig unsere Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und aber Partnerländern zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit die gleiche Chance einzuräumen, ohne dass hier neue Abhängigkeiten entstehen, von denen wir schon so viel gehört haben. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion wieder Frau Bengstein. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht zunächst an Herrn Dr. Fülsen. Wie schätzen Sie denn das Thema Netzneutralität ein, gerade im Kontext der Infrastruktur? Sollte die, sag ich mal, gestärkt werden? Sollte die gleich bleiben oder müsste es eigentlich weniger davon geben? Also wie sehen Sie das? Naja, das Thema Netzneutralität hat ja auch eine gewisse Geschichte und die Idee der Netzneutralität ist ja, dass man damit auch eine gewisse Offenheit sicherstellen möchte. Insofern die Idee sehr begrüßenswert weiterhin. Vielen Dank. Dann geht die nächste Frage an Herrn Tovar. Wie ist denn, wo sehen Sie denn die Möglichkeiten sozusagen von Open Source aus sozusagen, sag ich mal, eher Wirtschaftssicht, gerade im Hinblick auf die Schlagworte, die wir ja schon hatten, Offenheit, Kollaboration und Nachhaltigkeit. Klar, vielen Dank. In der gebotenen Kürze, Open Source ist immer eine Lösung. Also wir als Verband sprechen uns nicht für oder gegen Open Source aus, sondern wir sagen, je nachdem, was der Fall ist, in dem man es nutzen soll, sollte es zum Zug kommen oder sollte es nicht zum Zug kommen. Kann man nicht so per se entscheiden, dass das eine. Das zweite ist, dass Open Source Bausteine ja sehr verbreitet sind, auch in proprietärer Software und insofern auch hier ihnen eine große wirtschaftliche Relevanz erstmal grundsätzlich zukommt. Entsprechend, ja, das Thema sollte natürlich berücksichtigt werden. Es ist sehr relevant, klar. Dann noch mal eine Frage an die Bundesregierung. Es ist ja schon mal angesprochen worden, die Digitaldialoge mit den unterschiedlichsten Partnerländern. Was haben Sie denn da so konkret an Ergebnissen schon in Ihre internationale Digitalstrategie einfließen lassen? Und wird die Liste der Partnerländer noch erweitert? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben in der Tat ja schon Digitaldialoge mit einer ganzen Reihe von Ländern. Viele wurden hier genannt und das Ziel ist, genau wie Sie es sagen, es zu erweitern, insbesondere in Richtung des afrikanischen Kontinents. Als erstes Partner, mit dem wir da schon sehr konkret sondieren, ist tatsächlich Kenia. Die Formate sind in der Regel so, dass es einmal einen Government-to-Government-Teil gibt, wo in der Tat genau der hier angesprochene Austausch zu Regulierungsfragen stattfindet. Es gibt aber auch immer einen Stakeholder-Teil, wo genau die diversen Akteure, die in dem Multi-Stakeholder-Ansatz eine Rolle spielen, vertreten sind und so eben auch sozusagen direkt Input geben können.
Es gibt Ergebnisdokumente und es gibt dann daraus folgend sozusagen natürlich auch zum Teil auch konkrete Projekte, aber dann auch eine Weiterentwicklung von Arbeitsplänen zu Themen, die zwischen den Partnern als besonders interessant und vielversprechend erscheinen. So, das ist das, wo wir stehen, und wir wollen diese Dialoge stärken, weiter ausweiten. Genau, und das ist natürlich auch ein Teil, oder das findet Einfluss, diese Erfahrungen in die Strategie. Dann Dankeschön. So, und dann Anke Domscheit-Berg für Die Linke nochmal. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Géraldine Bastien nochmal fragen zu dem Thema, dass wir ja doch relativ viele Vorurteile haben zur Innovationskraft oder auch zum Stand der Digitalisierung, vor allem in Ländern des globalen Südens. Sie haben ja da sehr viel langjährige praktische Erfahrung, das klang schon an, deswegen wüsste ich gerne mal einfach ein paar Beispiele, die Sie selber kennen von den vielfältigen Entwicklungen, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, die es da gibt, und gerne auch, wie wir mit internationaler Digitalpolitik auf Augenhöhe von diesen Erfahrungen auch selber was lernen können. Vielen Dank für diese Frage. Es ist aus meiner Sicht richtig, dass diese alten Trennlinien, in denen wir sehr oft noch denken, in der digitalen Innovationswelt keinen Sinn mehr ergeben. Es gibt natürlich diesen Klassiker, es gibt weniger Orte in Kenia, die keine Internetverbindung haben, als in Brandenburg. Und in vielen Ländern ist Digitalisierung schon viel weiter oben, schon viel länger weiter oben auf der politischen Agenda als in Deutschland. Dieses Leapfrogging hat Bernd Hay auch vorhin ganz kurz erwähnt, die Idee, dass es sozusagen eine Überholspur gibt. Und das nehmen natürlich viele Länder oder auch viele Akteure in Ländern wahr. Auch das Thema Mobile Payment ist ja eins, was schon sehr oft und lange besprochen wurde, wo Kenia lange Vorreiter war, bevor andere Länder in Europa davon gehört hatten, sozusagen. Das heißt, wir können sehr viel lernen von dieser Offenheit gegenüber neuen Technologien. Und ich kann natürlich ganz, ganz viele Beispiele aufzählen, vielleicht nur so ein paar. Es gibt viele spannende Innovationen im Gesundheitstech-Sektor. Es gibt zum Beispiel Deftronics, einem ersten solarbetriebenen Ladegerät für Hörgeräte, das mit 80% der heutigen Marktlesung kompatibel ist. Oder dem in meiner Stellungnahme bereits erwähnten Solartaxi aus Ghana. Das heißt, es gibt gerade im Green-Tech, im Health-Tech-Bereich sehr spannende Start-ups auf dem afrikanischen Kontinent. Und Innovation findet dort an ganz unterschiedlichen Orten statt. An Universitäten natürlich wie bei uns, an sogenannten Makerspaces und Innovation Hubs, wo unterschiedlichste innovative Produkte entwickelt werden, wie zum Beispiel in Mumboa Lab, das ist ein Biotech-Space in Kamerun, die Enzyme entwickelt haben, die keine Kühlungskette bedürfen und dafür die lokale Biotech-Wirtschaft gebraucht werden, aber auch exportiert werden in andere Länder. Oder es findet spannende Materialforschung statt, wie zum Beispiel am Fab Lab in Bahedar in Äthiopien, wo neue Materialien entwickelt werden, wie zum Beispiel neue Arten von Papier aus Wasserhyazinthen. Das heißt, diese Hubs sind auch spannende Akteursgruppen. Sie sind oft Bindeglied zwischen, wie gesagt, Universitäten, aber auch informellen Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel im Fall von Kumasi Hive in Ghana, die neben der Technischen Universität sitzen und dort praktisches Training für StudentInnen machen, die sonst nur aus Büchern lernen, aber kooperieren auch sehr stark mit dem lokalen Ort, wo unser ganzer Elektroschrott und Müll landet. Das heißt, wir können sehr viel auch lernen in Richtung zirkuläre Wirtschaftskulturen, unsere ganzen Reparaturkulturen, die in Europa verloren gegangen sind, etc. Aber natürlich gibt es nicht nur in diesen Social- und Green-Tech-Innovationen, die beachtenswert sind, auch im im Deep-Tech- und Space-Bereich gibt es spannende Sachen in Afrika. Ghana ist zum Beispiel einer der neuen afrikanischen Partner von dem Südafrika geleiteten Square Kilometer Array Projekt. Das baut das größte Teleskop der Welt gerade. Oder auch ein gutes Beispiel auch ist zum Beispiel das gerade von BioNTech aufgekaufte afrikanische KI-Startup InstaDeep, was für 680 Millionen gekauft wurde. Damit BioNTech seine Vorreiterposition im Bereich KI-gestützte Entdeckung, Gestaltung und Entwicklung von Vakzinen stärken kann. Also auch ein Beispiel, wie wir ganz konkret von digitaler Innovation in Afrika hier profitieren. Ja, das finde ich ja total spannend, denn selbst an den Fragestellungen für die Stellungnahmen konnte man ja das eine oder andere Vorurteil ablesen. Mich würde jetzt noch interessieren, Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch geschrieben, wie wichtig es ist, dass die Zivilgesellschaft stärker einbezogen wird. Mich interessiert, wie kann man denn diese Zusammenarbeit verstetigen?
Und wie kann man, gerade wenn wir von der internationalen Digitalpolitik reden, auch die Zivilgesellschaft aus anderen Ländern einbeziehen und eben nicht nur die aus Deutschland? Ja, danke schön. Also in Deutschland ist die Digital- oder die Zivilgesellschaft überhaupt Treiber für Digitalisierung. Und deswegen ist es auch richtig, dass sie in der Bundesregierung Ansprechpersonen hat und irgendwie a seat at the table, wie man so schön sagt. Es gab früher im Auswärtigen Amt zum Beispiel Roundtables mit der Zivilgesellschaft, um die Freedom Online Coalition Themen vorzubereiten. Solche Formate könnten wieder eingeführt werden. Ich glaube auch, dass die Vorbereitung für den Global Compact hier eine richtig gute Chance dafür ist, solche verstetigten Beteiligungsformate einfach wieder aufleben zu lassen oder auch weiter aufzubauen. Und dann natürlich eben auch Zivilgesellschaft. Wie gesagt, Fonds brauchen wir dafür, dass nicht einzelne Personen dann entscheiden, wer darf mitfahren, auf die man sich neutral bewerben kann, auch für Zivilgesellschaft aus anderen Ländern. Ja, Zeit ist leider vorbei, aber ich hoffe sehr, dass das ein Punkt ist, der auch gut mit aufgenommen wird. Dankeschön. Ja, wir sind am Ende dieser Anhörung. Alle Fragen, nee, ich weiß nicht, ob alle Fragen geklärt sind, aber es wurden jedenfalls in allen Fraktionen Fragen gestellt. Und Sie haben Ihre Expertise eingebracht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, in unseren Ausschuss zu kommen, Ihre Expertise uns zur Verfügung zu stellen. Und wir werden sicherlich im weiteren Austausch mit Ihnen zu diesem Thema bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank möchte ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, die da waren und jetzt den Saal verlassen. Oder auch an den Endgeräten, die den Livestream angeschaut haben. Ich möchte ganz herzlich der Technik danken, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das hat heute wieder gut geklappt. Passiert ja manchmal, gibt es ja so kleine Störungen, aber das war heute nicht der Fall. Und vor allem ganz herzlichen Dank an das Sekretariat, die ganz wunderbar diese öffentliche Anhörung mit vorbereitet haben. Ich gebe noch kurz einen Hinweis auf die nächste Sitzung des Ausschusses. Die 47. Sitzung des Ausschusses findet direkt im Anschluss erstmal nicht öffentlich statt. Wir haben aber einen öffentlichen Tagesordnungspunkt, der auch gerne von den Zuschauerinnen und Zuschauern besucht werden kann. Sie müssten jedoch bitte kurz den Saal verlassen und dürfen dann nach 5 Minuten wieder reinkommen. Wir müssen dann auch online wechseln ins Webkonferenz-Tool und dann machen wir die Türen wieder auf. Der Kaffeewagen steht draußen. Jeder kann sich stärken. Und dann danke ich allen, wünsche noch einen angenehmen Tag und schließe die Sitzung. Vielen Dank.